Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute zusammen Engel. Diesmal sogar nicht spiegelverkehrt, weil wir über Skype spielen. Haha. Und ja, wir, das ist der Koala, hier, weil dieser Esel sich immer selbst zuerst nennt. Und heute als Libriel, ein zauberhafter Engel des Ramiel. Jamera. Guten Abend, ich grüße euch. Wie man sehen kann, es wurde ein Trend gestartet. Und Hashtag Feder ist Schuld. genau, Hashtag Feder ist schuld. Ja, an sämtlichen Gefühlslagen und emotionalen Ausbrüchen. Oh ja. Gut, ja, wir spielen eine Runde Chroniken der Engel, nennt sich das, oder Engel. Ein deutsches Rollenspiel, das ist das Sourcebook der Rameliten. Wenn ihr wissen wollt, wie das Grundregelwerk aussieht, das sieht so aus. Und ist erschienen bei Feder und Schwert. Inzwischen, glaube ich, in der Hand von. Ich weiß gar nicht. Wer macht Fate nochmal? Die sind das, die das haben. Ja, heute spielen wir ein Prelude zu unserer Runde. Das letzte Prelude, den fünften Engel, stellen wir euch heute schon vor. Falls ihr die ersten Preludes nicht gesehen habt, könnt ihr das auf YouTube nachholen. Da finden sich weitere vier Engel schon, die irgendwann in 2 Wochen hoffentlich zu einer Schar zusammengeführt werden. Alle haben einen unterschiedlichen Engelsorden als Hintergrund. Und ja, wir spielen heute das Prelude für den Engel des Ramiel. Das sind die Wissenshüter und ja, Bewahrer des Wissens. Und ja, wie bei allen anderen Preludes mache ich das vorneweg. Ich versuche es kurz zu halten, einen kleinen Überblick über das Setting. Falls jetzt Leute zugucken, die das System und das Setting überhaupt noch gar nie nicht kennen, damit die einen kurzen Eindruck haben, wovon wir reden und was wir da spielen. Gut. Engel spielt in der Zukunft, in unserer Zukunft, mehr oder weniger. Und ich blende euch mal die Karte ein von Europa. Europa 2654 nach Christus. Und wie ihr sehen könnt an der Karte, hat sich Europa um einiges verändert. Das liegt daran, dass mehrere Unheile über die Menschheit hereingebrochen sind. Zum einen sind die Polkappen abgeschmolzen, deswegen ist Europa auch hier so deutlich überschwemmt. Das ist eine, ja, eine fast schon eine Plage biblischen Ausmaßes. Wie man sieht, ist da irgendwie Leipzig jetzt Küstenstadt zum Beispiel, kann man sich heute gar nicht vorstellen, ne? Und ja, also deswegen sieht das hier so ein bisschen zerstückelt aus und nicht ganz so, wie wir Europa heute kennen. Das Zweite, was passiert ist, es sind Fegefeuer ausgebrochen. Die sogenannten Fegefeuer, das sind große Feuersäulen, die sich in den Himmel erhoben haben und dann auch noch angefangen haben, sich zu bewegen. Man munkelt auch, dass genau diese Feuersäulen dafür verantwortlich sind, dass die Polkappen abgeschmolzen sind. Und ja, diese Fegefeuer bewegen sich und hinterlassen ödes Land. Hinter sich verbrannte Erde oder verfluchtes Wasser und missbrauchte Luft. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Auf jeden Fall hinterlassen sie ein Gebiet, das Brandland genannt wird und aus dem heraus Dämonen diese Welt heimsuchen. Dämonisches Gezücht, meistens in Form von insektoiden Kreaturen, Übermenschen groß, in allerlei Ausprägung. Und die Menschheit angreifen und zu vernichten drohen. Und das Brandland hat eine zweite Eigenschaft, nämlich man kann es nicht durchqueren. Jegliches Lebewesen, was in das Brandland hineingeht oder darüber fliegt oder darunter taucht oder sonst irgendetwas versucht, es zu durchqueren, ist nie wiedergekehrt. Und ja,
Da kann man also so zum Beispiel sehen an der unserer Karte hier, dass Korsika ist einmal komplett von dem Brandland eingeschlossen. Da, also man hat keinerlei Kontakt mehr zu Korsika. Ebenso die Verbindung in den Osten in Richtung Russland ist komplett durch das Fegefeuer, durch das Brandland abgetrennt. Ja, der Weg nach oben hier in Skandinavien, da ist ein großes Fegefeuer, was auch einen Engelshimmel zerstört hat. Und auch in Afrika unten ein großes, langes Fegefeuer, was den großen Weg abtrennt, zumindest durch die normal begehbaren Gebiete Afrikas. Von der Sahara wollen wir gar nicht erst reden. Da kommt kein Mensch mehr ohne Probleme durch, weil es fehlt einfach an Mitteln. Denn die menschliche Gesellschaft ist in einer Art mittelalterlichen Zustand zurückgefallen. Und da das Klima sich so durch die Fegefeuer ja auch generell erhöht hat, herrschen in Europa subtropische Verhältnisse. Und dann kann man sich ausmalen, wie dann das Klima in der Sahara ist. Bestimmt nicht angenehmer, als es heutzutage schon ist. Das sind also die Fegefeuer, die zweite Katastrophe. Ich kann das mal wieder ausblenden, glaube ich. Und die dritte Katastrophe, das ist meiner Meinung nach noch das Schlimmste, was passiert ist, ist der sogenannte Veitstanz. Das ist eine Krankheit, die ausgebrochen ist und sämtliche Menschen getötet hat, die älter sind als 14 Jahre. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern in Abständen von so 40 bis 60 Jahren mehrmals hintereinander. Das heißt, ja. Die gesamte Menschheit, könnt ihr euch ausmalen, was passiert, wenn man den Wissensstand und ja, das Know-how der menschlichen Rasse reduziert auf das Know-how eines 14-Jährigen und das auch noch konsequent immer wieder unterdrückt und das mehrmals hintereinander passiert und somit komplett, die Erwachsenen immer wegbrechen. Deswegen ist die Gesellschaft halt in dieses Pseudo-Mittelalter zurückgeworfen worden. Niemand weiß mehr, wie Technologie richtig funktioniert, ob es das überhaupt mal gegeben hat. Also man weiß von vorsintflutlichen Technologien. Die sind allerdings verteufelt, denn man munkelt und sagt, dass das Fegefeuer und der Veitstanz und so durch die Technologie der vorsintflutlichen Menschheit ausgelöst worden sind. Und deswegen meidet man Technologie wie, da, ja, wie sagt man, wie heißt der Spruch, wenn jemand etwas meidet? Fällt mir gerade nicht ein. Wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Ja, und gleichzeitig mit dem, dass es halt nur noch ja, maximal 14-jährige Kinder auf der Welt gibt, sind ja auch noch die Dämonen aus dem Brandland über die Menschheit hergefallen. Das heißt, ihr könnt euch einen Krieg mit Kindern vorstellen, die gegen dämonische Kreaturen kämpfen, um überhaupt das Überleben zu sichern. Da ist sehr, sehr viel unserer Gesellschaft heute verloren oder kaputt gegangen. Und die einzige Hoffnung der Menschheit ist eine neu gegründete Organisation, die sich gegründet hat. Das ist die sogenannte Angelitische Kirche. Und ja, die haben. Die Menschen haben die einzelnen Völker Europas unter einem Banner vereint, um gegen die Traumsaatkreaturen, gegen diese Dämonen aus dem Brandland geeint und mit einer Faust in die Schlacht zu ziehen. Und sie hatten Vorteile, denn der Anführer und ja, der Gründer der angelitischen Kirche war ein 14-jähriger Junge namens Petrus Secundus, und also so nennt man ihn. Und der ist seit dem Tage, seit die Kirche gegründet wurde, keinen Tag gealtert durch ein göttliches Wunder und ist jetzt genauso wie vor Hunderten von Jahren immer noch 14. Und er ist auch nicht gestorben, ja, offensichtlich. Das war das erste Wunder. Und das zweite Wunder ist, dass dieser Junge es geschafft hat, Gott um Hilfe zu anzurufen gegen die Dämonen aus dem Brandland. Er hat um himmlische Hilfe gebeten und Gott hat ihn erhört und hat die Engel auf die Erde geschickt, in vielerlei Gestalt. Und die Engel kämpfen an der Seite des kirchlichen Templerheers gegen die Traumsaat und haben es geschafft, das Blatt zu wenden und die Traumsaat zuerst mal zurückzuschlagen, dahin, wo sie kam, ins Brandland zurück oder zumindest dahin, wo sie sich verstecken muss.
Und mit Hilfe der Engel ist es halt auch gelungen, die angelitische Kirche zu einer großen Welt, also europaumspannenden Organisation zu machen, die halt auch Gesetze durchdrücken kann, sowas wie das Technikverbot zum Beispiel. Im offiziellen Fluffteil ist es auch so, dass das Lesen und Schreiben auch verboten ist. Aber das fand ich ein bisschen, ja, nicht so gut irgendwie, weil das ist auch nicht so ganz stringent in dem Hintergrund irgendwie, weil immer wieder Bücher auftauchen, die dann auch von Leuten gelesen werden und so weitergegeben werden und so. Und deswegen fand ich das ein bisschen komisch. Deswegen ist bei mir das nicht so, dass Lesen und Schreiben komplett verboten sind. Allerdings sind Lesen und Schreiben geächtet und wer liest und wer schreibt, die werden zumindest mit Unbehagen beguckt, es sei denn, es sind hohe Würdenträger und intellektuelle Menschen, die von jeglicher teuflischer Einflüsterung des Herrn der Fliegen, dem Widersacher Gottes, gefeit sind, wie zum Beispiel unser Engel heute. Denn als Bewahrer des Wissens sind die natürlich über jeglichen Zweifel erhaben und dürfen natürlich lesen und schreiben. Ja, natürlich. Ja, wenn sich jemand fragt, übrigens, wenn wir eben Europa gesehen haben, was mit den anderen Kontinenten ist. Wenn keiner mehr weiß, wie man Flugzeuge, Schiffe oder sonst irgendwas bedient, weiß man auch nicht mehr, was Amerika, Australien und sonstige Kontinente so machen. Keine Ahnung, was da passiert. Wir konzentrieren uns hier auf Europa. Genau, wenn Raphaeliten lesen, dann kommt dabei nur ketzerisches Gedankengut bei rum. Das könnt ihr euch im Prelude zu unserem Raphaeliten anschauen, ja. Ja, die Engel sind in verschiedene Orden eingegliedert, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. Ich zeige noch mal kurz die Karte. Man kann es nicht ganz gut sehen, aber hier sind so kleine Fähnchen. Roma Aeterna, die Hauptstadt der angelitischen Kirche. Montsalvage in Frankreich oder ja, fast Spanien. Dann gibt es hier Nürnberg und Gratianopel. Und das sind die vier Himmel der vier Orden, die wir bis jetzt bespielt haben. Und dann gibt es noch ein Fähnchen in Prag. Und heute sind wir nämlich in Prag im Himmel der Rameiliten, der Hüter des Wissens. Es gibt noch einen weiteren Himmel, der sich auf Korsika befindet, aber da ist natürlich sämtlicher Kontakt zu abgebrochen, wegen dem Fegefeuer. Und ein weiterer Himmel hat existiert oben in Trondheim, aber da ihr da Trondheim auch nicht mehr entdecken könnt unter dem Brandland, da ist einmal ein Fegefeuer komplett drüber gelaufen und hat den Himmel zerstört. Und ja, die anderen Engelsorden, die wir bis jetzt gemacht haben, waren die Michaeliten, die Anführer und die sind wie Gott, die Urieliten, die Wegfinder, die Gabrieliten, die Todesengel und Kämpfer und die Raphaeliten, die heilenden Hände Gottes. Und heute kommen wir, wie gesagt, zu den Engel Ramiels, die Hüter des Wortes und des Wissens. Und wir starten das Prelude immer, was vielleicht auch nicht so ganz normal ist für eine Rollenspielrunde, mit der Geburt des Engels. Also natürlich nicht mit der himmlischen Geburt des Engels, weil Engel natürlich unsterbliche Kreaturen sind, die im Himmel natürlich unsterblich sind und keinerlei Zeit oder sonst irgendetwas kennen, aber wenn die Engel auf Erden herunterkommen und einen stofflichen Körper bekommen, dann werden sie sogenannt geboren. Wahrscheinlich sind sie die meisten so in den Körpern von kleinen Kindern, so um die 8, 9 Jahre alt werden sie aussehen. Und so beschäftigen wir uns auch heute. Zuerst mit der Geburt des Engels Liberiel und mit dem Ausbildungsprozess, den Liberiel im Himmel zu Prag durchläuft. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen vorneweg, Jamera? Irgendwas fragen oder so? Nein, keine Fragen. Ich bin sehr gespannt. Bist sehr gespannt. Ja.
Gut, dann starten wir unser kleinen Ausflug in die Geburtswehen von Liberia hinein. Es ist gar nicht so unterschiedlich zu den anderen Brüdern und Schwestern, wenn du wüsstest, wie sie entstanden sind. Vielleicht könnt ihr euch da mal irgendwann drüber unterhalten. Aber Liberiel selber wird aus dem Himmel herausgezerrt, wie die meisten Engel. Und das Erste, was Liberiel wahrnimmt, sind grelle Lichtblitze. Und danach ganz viele verwirrende Bilder, die an deinem Auge vorbeihuschen, nicht wirklich fokussierbar sind, von rechts, von oben, von links, von allen möglichen Seiten, sich ständig abwechselnd vor dein Auge schieben. Alles Mögliche an Bildern, Häuser, Flüsse, Berge, Straßen, Bücher, Räumlichkeiten, Stühle, Tische, Gläser, Kochlöffel, alles Mögliche an Bildern. Völlig ohne Sinn und Verstand durcheinander und verquer, dann kommt dazu Lärm und Geräusche und Töne in allen möglichen Formen, die an deine Ohren dringen und auch da keinerlei wirklichen Bezug haben, keinen Sinn haben, keine ergründbare Melodie oder irgendetwas besitzen, einfach nur Geräusche, Töne und Lärm fabrizieren, ein Rauschen, ein Tönen, ein Summen. Sich ständig abwechseln mit vielleicht mal einem wahrnehmbaren Ton, der da sofort wieder verklingt und irgendwas anderes, Kakophonieartiges in die Ohren pustet. Dann wieder auf die Augen gekommene Buchstaben, die sich abwechseln, Worte, Zahlen, an allen möglichen Arten von Schriften, sich wieder abwechseln mit den Bildern und das prasselt und tickt alles auf deine Wahrnehmung, zumindest optisch und akustisch ein. Ein Gewitter von akustischen, optischen Eindrücken. Ja, ich liege vermutlich auf irgendeiner Unterlage. Ja, man kann es. Liberia weiß nicht wirklich, was liegen bedeutet. Wie du gerade bist, ist dir als Engel komplett unbegreiflich. Das, was gerade dominant ist, ist dieses Gewitter und dieses Bombardement von Eindrücken. Ja, dann krampfe ich mich, versuche irgendwie meine Ohren, meine Augen, das, worüber all diese Eindrücke auf mich niederprasseln, abzuschirmen und versuche Stopp oder Halt zu rufen, nur dass irgendwie die Zunge vielleicht noch nicht ganz gehorcht, sich die Worte noch nicht ganz artikulieren lassen und ja, bäume mich auf gegen den Lärm und die rasenden Bilder mit aufgerissenen Augen Bäume, Vögel, versuche. Dinosaurier, Fische, A, B, C. Halt! Stopp! Ja. Bitte? Du fühlst das erste Mal, dass du generell etwas auf eine Berührung fühlen kannst. Neben das Gewitter hört nicht auf, die Töne, die Bilder hören nicht auf. Aber etwas berührt dich an der Schulter, am Arm und gibt einen leichten Druck aus. Das hat etwas Beruhigendes, aber es hört nicht auf, dieses Gewitter, diese Lichtblitze und diese Bilder, dieses Rauschen und Tönen und. Kann ich mich bewegen? Kann ich die Hände, die Arme um den Kopf schlingen, mich zusammenkauern? Ja, du kannst dich zusammenkauern, wenn du deine Arme so nach oben ziehst und versuchst generell deine Gliedmaßen zu bewegen, wird dir auch erstmal bewusst, auch erst hast du ja dieses Berühren gespürt, dieses sanfte Berühren. Und dann wird dir der Schmerz, dieser stechende Schmerz irgendwie klar, der auf deinem Rücken existiert. Da sind zwei richtig große Schmerzquellen auf deinem Rücken, auf der Höhe der Schulterblätter. Und dieser Schmerzimpuls wird dir jetzt erst richtig klar, als du dich drauf konzentrierst. Versuch nach der Hand, diesem Ding mit verschränkten
fünf langen Dingern an sich dran zu greifen und sie festzuhalten, dass sie nicht wieder weggeht und fangen an zu weinen und zu wimmern, weil sie es tut weh und es soll aufhören. Ziehst und die Hände so instinktiv ja irgendwie nach oben, wenn du dich zusammenkauern willst und bemerkst, dass da irgendwelche Widerstände um dich herum sind. Irgendwas, wonach du greifen kannst, das sind irgendwie Fäden oder Seile oder sonst irgendetwas. Und dann gibt es ein pfeifendes Geräusch, einen ganz lauten, schrillen Pfeifen und einen ganz hellen, weißlichen Blitz vor deinen Augen, der dich irgendwie sofort zurückzucken lässt. Und dann spürst du so eine Art Druck auf der Stirn, generell auf dem Kopf, der aber sofort nachlässt. Aufhören! Oh, danke. Und dann ist das Bild, also die Bilderflut und die Töne sind weg. Und vor dir ist ein weibliches, rundes Gesicht, was dich anlächelt und Worte formuliert. Also es bewegt die Lippen, es redet zu dir, aber du verstehst kein Wort. Es ist Kauderwelsch, was das Ding spricht vor dir. Ich schaue sie mit aufgerissenen Augen an, schüttel nur den Kopf. Ich verstehe dich nicht. Was sagst du? Du blickst dich vielleicht um, siehst irgendwie hier und da ein kleines Licht aufflimmern. Ansonsten ist der Raum bis auf dieses beleuchtete menschliche Gesicht vor dir total dunkel. Und langsam, aber sicher, versuchst dich zu konzentrieren auf das, was es da sagt, bekommen diese Worte einen Sinn und es wiederholt sich andauernd. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen, dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen, dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen, dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Was heißt das? Es ist, wiederholt sich und wiederholt sich und du wiederholst es ja auch gerade. Und es hat was Beruhigendes, wie das bedrängt ein bisschen den Schmerz und die Angst weg. Danke, es hilft. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Hinter der Gestalt, die dich ja beruhigend anspricht, deckst du jetzt eine zweite, größere Gestalt. Also zumindest erscheint sie dir momentan größer, vielleicht steht sie auch nur höher. Eine Gestalt mit zwei Schwingen auf dem Rücken, eingeklappt, die sich an der anderen Gestalt vorbeidringt und dich am Kopf berührt und der leicht über den Kopf streicht. Ja, es zusammenzucken, wenn es die Hand nach mir ausstreckt und sie drauflegt und dann merke ich, okay, es scheint mir nicht weh zu tun. Nein. Dann entspanne ich mich wieder und vielleicht ist die Berührung auch erstmal angenehm, weil ich bin nicht alleine. Es ist irgendwie freundlich. Und weiter geht dieses, dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Ich nicke und schaue die Person mit den Flügeln staunend an. Ja, der sagt das, diese Sätze mit und schließt dann die Augen und wippt so mit dem Kopf im Takt mit. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Und als du die Augen schließt und einige Zeit später wieder öffnest, befindest du dich nicht mehr in dem dunklen Raum. Befindest dich an einem völlig anderen Ort. Du fühlst auch deinen Körper nicht mehr. Der Schmerz ist weg. Alles sind weg. Auch die beiden Gestalten um dich herum sind weg. Keine Sachen, die dich mehr irgendwie einengen oder so. Du schaust an dir herunter und entdeckst irgendwie auch keinerlei richtigen Körper. Zumindest im ersten Augenblick nicht. Und dieses
Wo du jetzt bist, sieht aus wie ein weites Feld, ein großer, unendlich langer Ebenenpfad, dessen Horizont du nicht einmal erahnen kannst. Völlig leer, aber ruhig. Kein Schmerz, keine Eindrücke. Danke. Das ist besser. Ich guck mal an mir runter. Sehe ich noch einen Körper? Du hast ja gesagt, ich fühle ihn nicht mehr, aber habe ich Die noch Frage einen? ist, möchtest du denn einen Körper sehen? Ja, so ohne ist irgendwie merkwürdig. Da fühlt man sich doch, fühle ich mich doch irgendwie wieder verloren. Ich hätte gerne irgendwie einen Anker. Punkt, etwas, das mich festmacht. Ja, und in dem Moment, als du diese Worte denkst, existiert auf einmal eine Art Boden unter dir, auf dem du stehen kannst, und es manifestieren sich Beine und ein Körper um dich herum. Du fühlst es zwar immer noch nicht richtig, aber es ist auf einmal da. Wackel ich mit Zehen und beobachte, wie so die Beine Die erscheinen. schillern mit bläulicher Farbe irgendwie an sich, sind auch ein bisschen in der Wahrnehmung verschoben und flackern hin und wieder. Als wären sie nicht wirklich real, aber sie sind sichtbar. Zehen, Füße, Beine, Finger mit Händen, Arm, Armee. Ich fange an, Worte zu sammeln, die sich mir in den Geist, ja, so reinschieben. Und so, ja, fahre ich dann mit den Händen über meine Arme. Überlege Schulter, Körper, Bauch. Fang an, mich zu befühlen. Gesicht. Und ich stehe. Stehe auf einem. Ja, trete ich mit den Füßen auf Ja, da Boden. ist ein Widerstand und ganz kurz um dich rum ist auch so, sagen, was Festes unter dir, aber das hebt sich nur marginal ab von diesem bläulichen, weiten Horizont, der sich unter dir aufspannt. Ja, dann, wenn ich meinen Körper mal betrachtet habe, drehe ich mich einmal um mich selbst und gucke in alle Richtungen. Habe Eine ich irgendwas? unendliche Weite. Nichts, nur blaues, flaches, weites Nichts. Hallo? Hallo? Ist noch jemand hier? Wo ist hier? Möchtest du, dass jemand da ist? Ja, es war irgendwie schön vorhin, als da jemand die Hand auf meinen Kopf gelegt hat. Es wäre schön, wenn da wieder jemand wäre, der das macht. Irgendwie, du hast das Gefühl, irgendwie in weiter Ferne, irgendwo am Horizont, der kaum ersichtlich ist, manifestiert sich ein schwarzer kleiner Punkt. Ja, dann recke ich mich, fange an, den Arm zu heben und zu die Hand zu schütteln und überlege mir, was mache ich da? Winken. Ich winke. Hallo! Und dann mache ich die ersten Schritte, vielleicht etwas wackelig, weil jetzt laufen ist irgendwie komisch. In diese Richtung. Ja, laufen ist und dieses Feld unter dir bewegt sich mit deinen Füßen mit. Du kommst voran. Und wenn du irgendwie hinter dich blickst, kannst du auch so einen Weg sehen, den du gelaufen bist, wo das halt etwas fester ist. So eine Art. Also da, wo du lang gelaufen bist, ist halt ein Weg. Ich kann Wege machen. Dann fange ich an, so Schlängellinien zu laufen und dann auch mal ein Stück zurückzugehen, dass sich das kreuzt und dann wieder hochzugehen. Aber immer so in die Richtung von diesem schwarzen Punkt am Horizont. Der wird ziemlich schnell größer und entpuppt sich als eine Art, ja, Gestalt. Eine, ja, noch sehr undefiniert aussehendes, flackernde Gestalt, ohne Gesicht, aber mit grob menschlichen Zügen.
Ja, sobald ich die Silhouette von etwas mit Armen und Beinen und einem Kopf ausmachen kann, fange ich an zu winken und schneller zu laufen. Wink zurück. Ja, schön! Ich freue mich auch! Wir sind nicht alleine! Ich würde darauf zuhalten, bis ich direkt davor stehe. Ein paar Mal stolpern aber auf dem Weg dorthin. Und ja, ich halte den ganzen Weg auch nicht rennend aus. Ich bleibe immer wieder stehen, beuge mich vor und irgendwie scheint so Rennen anstrengend zu sein. Ja, ein kleiner Einspruch. Hier ist Rennen, es ist zwar anstrengend, auf irgendeine Art und Weise, aber weniger anstrengend, wie man dich das an, also jetzt an, also nicht körperlich anstrengend. Es ist eher so geistig anstrengend, was du da gerade tust. Du spürst da auch immer noch deinen Körper nicht vernünftig. Also du kannst es anfassen und so, aber es ist nicht so, es ist kein richtiger Körper, was du da hast. Und deswegen, wie gesagt, es verschiebt sich immer wieder so ein bisschen und flackert und glimmt so ein bisschen bläulich. Ja, läufst auf diese Gestalt zu. Sie entpuppt sich halt auch als eine blaue, irgendwie undefinierte, grob humanoide Gestalt ohne großartige Gesichtszüge. Winkt. Auch wenn ich direkt davor stehe, winkt sie dann immer noch? Bleibt sie erstmal ganz regungslos stehen. Hat anscheinend auch so eine Art Boden unter sich, wo sie draufsteht. Hallo? Ich gehe mal um sie drum herum und versuche sie dann an der Schulter anzustupsen. Kannst da so dran packen und es ist so, als würdest du so ein Teil aus dem rausstupsen. Oh, Ziehst Entschuldigung, das wollte dann ich nicht. den Finger zurück und es geht sofort wieder zurück in den Körper. Es macht so ein leichtes Klacken, das Geräusch. Klick, klick, klick. Wer bist du? Verstehst du mich? Es kommt zuerst so ein ganz weit entferntes Summen und Dröhnen irgendwie aus diesem so Knistern oder Rauschen aus dieser Gestalt heraus. Dann bilden sich so eine Art Mund, der sich bewegt und dann sagt: Ja, ich verstehe dich. Das ist schön. Was? Willkommen im Land hinter dem Horizont. Land? Da sind wir. Ja. Hier ist nichts. Oh, hier sind viele Dinge. Alle Dinge. Und keine Dinge gleichzeitig. Sehe nichts. Das ist, weil du Außer neu dich. hier bist. Zeigst du mir Dinge? Was Das möchtest du viele. denn wissen? Dein Name. Hast du einen Namen? Hab ich einen Namen? Mein Name ist Kirekiel. Dein Name ist wohl Liberiel, wie ich erfahren habe. Liberiel. Hallo, Kirikiel. Hallo. Das hier ist dein Refugium im Land hinter dem Horizont. Nur für dich. Du hast mich eingeladen, deswegen bin ich hier. Oh, das ist schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Gibt es noch mehr, die ich einladen kann? Ja, so viele Brüder und Schwestern, wie du hast. Habe ich viele? Ja, wir alle haben unendlich viele Brüder und Schwestern im Himmel und auf Erden. Das ist schön, dann ist niemand von uns alleine. Nein. Brüder und Schwestern, Hier wir sind wir sind Teil generell einer sowieso nie Familie. alleine. Was? Wir sind nie alleine hier? Nein. Das ist schön. Wo sind Sie?
Überall, du siehst sie nur gerade nicht, weil du sie noch nicht kennst. Aber dann muss ich sie kennenlernen. Kannst du sie mir zeigen? Eins nach dem anderen. Du musst wissen, dein Refugium hier, das ist der Platz, der nur für dich ist. Deswegen sind die anderen jetzt auch nicht hier. Die anderen können hier nicht rein, es sei denn, du erlaubst es ihnen. Der Einzige, der hier Eintritt rein erhält, auch ohne dein Zutun, ist Jeremiel, unser Erzengel, der das hier alles geschaffen hat, mit der Hilfe Gottes. Dann muss ich ihm Danke sagen, also Gott und Jeremiel. Richtig. Dass sie mir einen Platz gegeben haben. Ja. Dann müssen wir sie suchen gehen, damit ich Danke sagen kann. Wie gesagt, sie sind hier überall. Vielleicht jetzt nicht hier in deinem Refugium. Wenn ich hier laut rufe, hören sie mich dann? Vielleicht. Dann drehe ich ihnen den Rücken zu und rufe ganz laut: Danke, Gott! Danke, Jeremiel, dass ihr mir einen Platz gegeben habt! Ich bin sicher, er hat dich gehört. Das ist schön! Aber hier ist nichts. Hier noch muss nicht. Etwas sein. Du kannst dein Refugium verändern, wie du möchtest. Da waren vorhin ganz viele Bilder. Farben. Ja, in der realen Welt. Und hier nicht? Hier sind sie so, wie du es möchtest, dass sie sind. Das ist, wie gesagt, dein Refugium. Das wird aussehen, wie du es möchtest. Dein Refugium ist Teil deiner Seele. Es bildet das ab, was du bist. Momentan bist du neu. Und leer. Deswegen sieht es hier nach nichts aus. Und wo finde ich das, was ich erdenke ich, was hier ist? Na, den Boden hast du ja schon mal gut hingekriegt. Ich habe einen Weg gemacht und ich deute den Weg zurück, den ich gekommen bin, man sieht so in der Ferne Schlangenlinien. Ja, er nickt nur. Aber man sieht nur den Weg. Da muss noch etwas links und rechts sein. Mhm. Etwas, das weich ist und an den Füßen krabbelt. Ja. Und vielleicht mit Farbklecksen drin. Da gibt es etwas. Das habe ich vorhin gesehen. In der realen Welt. Mhm. Da war dieses Bild von etwas, einer ganz großen grünen Fläche. Da stand Wiese und danach folgte Rasen. Mhm. Das sah nett aus. Na, wenn du möchtest, dass das hier ist, dann mach es doch. Ich drehe ihm wieder den Rücken zu, kneif die Augen zu. Ich will Wiese. Und da sollen diese bunten Flecken drauf sein, die ich da auch gesehen habe. Ja, machst die Augen wieder auf und dann hast du da einen großen Wiesenfleck. Also vielleicht so, weiß ich nicht, 20, 30 Quadratmeter Wiese. Jeremiel, es funktioniert! Natürlich funktioniert es. Ja, dann laufe ich auf diesen Rasenfleck zu und springe da mit meinen Füßen drin rum. Aber es fühlt sich nicht so an. Es ist ja auch nicht real. Kann ich das machen, dass man das fühlt? Wenn du das möchtest. Aber ich bin mir nicht sicher, wie sich das anfühlen muss. Dann musst du das lernen. Aber wo mache ich das? Lernen kann man auf vielerlei Wegen. Entweder du suchst das Wissen hier in dem Land ohne Horizont oder in der realen Welt. Komme ich in die reale Welt? Also... Du, da war ich vorhin. Du hast gesagt, die Bilder waren von dort. Mhm. Wie komme ich dahin zurück? Will ich da überhaupt zurück?
Du hast dort wahrscheinlich eine Aufgabe, deswegen hat Gott dich dorthin gesandt. Was für eine Aufgabe? Eine Aufgabe ist etwas, was man tun muss, oder? Richtig. Und was für eine Aufgabe? Wir sind Engel des Herrn. Wir sind Boten des Lichts. Wir hören und wir gehorchen. Wir dienen Gott und der Kirche. Und wir bewahren das Wissen. Ich glaube, ich habe noch nicht so viel Wissen und ich gucke mich so auf dieser jetzt Wiese um und wo dann hinter mir nichts ist. Ja, Wenn ich deine es Aufgabe bewahren ist muss, es, muss Wissen ich zu es erst sammeln. finden. Genau. Ich zeige dir erstmal, wie du zurückkommst, glaube ich. Weißt du noch den Satz, als du aufgewacht bist? Den du und die andere Person gesagt hat, das Gesicht, das Runde. Ja. Ja, den weiß ich noch. Dann schließ die Augen und wiederhole ihn. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Öffnest die Augen wieder und musst im ersten Augenblick ein bisschen blinzeln, weil du hattest dich an dieses Nichtlicht oder dieses nicht seiende Licht irgendwie vom Land Land hinter dem Horizont gewöhnt. Aber jetzt ist es richtiges, reales Licht, was dir durch ein Fenster ein Buntglasfenster ins Gesicht fällt, warm und angenehm auf dem Gesicht irgendwie ein Gefühl hinterlässt und Sinneseindrücke geben sich dir durch die Nase auch gerade das erste Mal, glaube ich, für dich bekannt, denn es riecht süß und sauer, salzig, es riecht ganz komisch gut, man weiß nicht, man weiß ja noch nicht, was gut und was schlecht ist, aber es riecht interessant, könnte man sagen. Und du schaust dich um, du bist in einem kleinen Raum mit einer Pritsche, einem großen Tisch, auf dem mehrere Tiegel und Teller stehen, in denen ja verschiedenste Speisen drauf sind, die diesen Duft verströmen. Außerdem findest du ein Regal, was allerdings leer ist, und einen Schreibtisch mit einem Stuhl, einem Tintenfass, einer Feder. Ich drehe mich im Kreis, nehme jedes einzelne Gegenstand wahr und dann fällt mein Blick auf den Tisch mit den Speisen. Ich kriege ganz große Augen. Die riechen. Ja, so mit vorgestrecktem Kopf gehe ich dann ran an diesen Tisch. Ja. Strecke dann die Hände danach aus, ob irgendwas davon warm ist. Ja, das ist ein Becher, der etwas warme Flüssigkeit enthält, die so leicht bräunlich ist. Den Becher vorsichtig mit beiden Händen, damit nichts rausfällt. Riecht süßlich. Das ist süß, wie es wohl schmeckt. Dann tuck ich so vorsichtig die Zungenspitze rein. Es ist in der Tat Kakao. Und das mag ich. Dann setze ich den Becher an und fange an zu trinken. Gute Idee, ich muss noch mal was trinken. Das mag ich, das kann man immer wieder trinken. Jeden Tag. Tag ist Zeit. Siehst das Fenster, das bunte? Ja, mit dem Becher in der Hand tapse ich dann mal zu dem Fenster rüber und suche mir eine Scheibe, die möglichst klar ist. Nicht so eingefärbt mit einer intensiven Farbe und würde mal versuchen, einen Blick rauszuwerfen und mal wieder einen Schluck aus diesem Becher nehmen. Du scheinst dich unglaublich hoch über irgendetwas zu befinden. Unter dir siehst du kannst du die Stadt Prag erahnen? Und die Besonderheit an Prag ist,
Prag ist quasi in das Wasser gebaut. Wie man sich heute Venedig vorstellen kann, so ist Prag. Und du scheinst in einem großen Turm zu leben, einem riesigen, großen Turm, mitten in Prag, mitten im Wasser. Und man riecht jetzt auch so in dieses salzige Meerwasser. Siehst ein paar Möwen vorbeifliegen und kräh, kräh. Kann man das Fenster aufmachen? Ja. Und dann würde ich das mal machen. Und ja, wahrscheinlich ist der Turm recht dick, sodass ich da mich auf diesen Fenstersims setze, aber gebührenden Abstand zum Rand halte, dass ich nicht aus Versehen rausfalle. Und guck dann raus und denk mir, oh, das ist aber hoch. Siehst Möwe, bist du sicher, dass du nicht irgendwo lieber sitzen willst auf einem festen Grund? Nicht, dass du fällst. Flattert weg. Du bist aber mutig, Möwe. Ja, ich bleib da sitzen, ich beobachte. In dem Moment siehst du oben aus der Wolkendecke einen Engel herabschießen mit einem Sturzflug, der sich dann aber abfängt und wieder wie nach oben fliegt. Ja, wenn er so im Sturzflug ist, schlag ich die Hände vor den Mund mit der. Er fällt! Oh, doch nicht. Er kann mit den Flügeln schlagen, um sich abzufangen. Da war vorhin dieser Schmerz. Ich taste mal, ob ich da was habe. Ja, du hast die ersten Ausläufer von Flügeln auf dem Rücken. Das sind so Stümpfe noch. Die auch immer noch ein bisschen wehtun. Vielleicht will ich sowas gar nicht. Guck dann einschüchternd dem Flieger hinterher. Und trinke meinen Becher Kakao aus, bis ich wieder zum Tisch gehe und schaue, was da noch so Schönes ist. Und fange dann an, die einzelnen Sachen durchzuprobieren. Ja. Kannst du ja mal beschreiben, was da draufsteht. Es ist ja, Essen und Trinken in allerlei möglicher Art und Form. Es wird ein Glas oder so ein Holzbecher, wo einfach nur Wasser drin ist, dort stehen. Dann Wasser, das mit Honig angereichert ist, um einfach nur so einen Geschmack davon, von süß zu bekommen. Dann steht da ein Saft, irgendwie so eine rote Flüssigkeit, wenn ich daran probiere, schmeckt fruchtig und nach Meer und süß. Und sind vielleicht auch noch Fruchtstückchen drin, wo ich mich erst dran verschlucke und fürchterlich huste. Und ja, wenn ich dann zu den Speisen komme, halt ein Brot mit Honig, das da ist, ein Stückchen Butter, was da liegt, so ein Brot mit Butter und Salz. Also erstmal so ganz grundsätzliche Sachen. Mhm. Aber es wird dort auch ein kleines Stück von was Rötlichem liegen, was einen unheimlich intensiven Geruch von sich gibt, was irgendwie Fleisch sein wird, vielleicht ein Stück Rindfleisch. Ich so ganz vorsichtig drauf beiße und erstmal feststelle, dass es zäh ist und dann mit beiden Händen erstmal jetzt so dran ziehe. Vielleicht liegen dort Messer und Gabel, deren Sinn ist mir beim ersten Moment nicht so ganz klar. Mhm. Bis ich dann feststelle, dass ich fettige Finger habe und mir anfange, die Finger abzulecken und dann sehe, ah, da ist ein Tuch, da kann man das dran abwischen. Vielleicht ist es dafür gedacht. Ja. Und dann entdecke ich auch Messer und Gabel und denke, wenn ich das, dieses Ding mit diesen Dingern vorne dran benutze, dann kann ich das aufspießen und in den Mund stecken und habe keine fettigen Finger mehr. Mhm. Ja, also du entdeckst ein bisschen die Vielfalt der Speisen, die da auf dem Tisch draufstehen und wirst aber irgendwie aus deiner Ekstase quasi ein bisschen herausgerissen, als du schweren Schritte auf hinter der großen Tür, die du jetzt gerade jetzt erst wahrnimmst, siehst, die Tür fliegt auf und der Engel, wie hieß er noch? Kirekiel steht dort mit einer ernsten Miene. Hallo? Iberiel, Zeit für das Lernen. Oh, Lernen. Lernen ist eine Sammlung von Wissen.
Richtig. Komm mit. Ja, komm mit. Ich nehme mir noch so das letzte Stück vom Honigbrot. Möchtest du etwas? Das Nein, ist toll, danke. das macht Freude. Solltest es schnell aufessen, bevor wir in den Unterrichtssaal gehen, dann ist es nicht erlaubt zu essen und zu trinken. Ich stürze den Becher mit dem Saft runter und schiebe mir das Honigbrot in den Mund. Ja, ihr durchwandert einen kargen, ja, im gotischen Stil erbauten Flur. Was ein bisschen auffällt, ist, dass sich zwischen den Steinen immer wieder helle Steine befinden, die teilweise ein bisschen flackern, die so gar nicht nach Stein aussehen, eher nach Glas. Und ja, ihr betretet den Unterrichtsraum. Und da sitzen auch schon einige andere junge Engel, die auch noch mit diesen Stumpfen auf dem Rücken. Einige haben so die Augen so nach hinten verdreht, sodass nur noch das Weiß zu sehen ist. Sitzen irgendwie an so Schreibpulten, haben so eine teilweise eine Feder und schreiben irgendetwas. Andere tippen immer nur auf dem Tisch irgendwie, ohne irgendwas groß irgendwie zu sehen. Und es ist halt eine große Tafel vorne an der. An der Front und ein großes Pult, hinter dem ein Mensch steht. Andere ausgewachsene Engel stehen hinter den, so hinter an der hinteren Wand und beobachten jeden einzelnen Engel, der da sitzt, mit verschränkten Armen. Einige haben so Klemmbretter in der Hand und so einen Stift. In dem Moment, wo du reintrittst, siehst du, dass einer nach vorne geht und mit seinem Stift auf den Kopf von jemandem draufhaut. Ich glaube, das ist nicht nett, oder? Warum macht er das? Nicht aufgepasst. Hier? Zunächst einmal lesen und schreiben. Setz dich da hin und pass gut auf. Setze ich mich da hin. Ganz, Gucke nach ganz vorne. strebsam. Gucke nach vorne an die Tafel. Ja, der etwas hagere Mann mit dem schütteren Haar vorne, mit so einem kleinen Monokel auf dem eingeklemmt an einem Auge, fängt in so einer total genäselten Stimme an, irgendwie euch das Alphabet zu erklären. Bu der Buchstabe A, der erste und beste Buchstabe, den wir kennen. Referierte total lange über A. Weiß jemand von euch, wie ein A aussieht? Natürlich nicht. Ah. Und dann siehst du irgendwie den einen Engel wieder mit dem Stift auf den Kopf von dem anderen hauen. Der zuckt so zusammen. Ja, genau. Und ja, geht jetzt an die Tafel und malt ein großes A. Schreibt das bitte alle jetzt auf. Haben wir da so ein Federkiel und Tintenfass? Du nicht. Einige haben das, aber du nicht. Du hast eine. Es ist so, es ist kein richtiger Holztisch. Also es ist so ein Holzrahmen, an dem du drin sitzt. So ein bisschen wie die Sitztische, die man so aus amerikanischen Serien kennt, wo man so alleine drin rumsitzt. So in, ne? So Schulplätze, wo man alleine so Platz und Tisch in einem. Ne? Aber das die Platte, die Tischplatte ist nicht komplett eine Holzplatte, sondern ist irgendwie ja Holz gemasert, aber hat so, ist da noch so ein Rahmen innen drin. So als hätte man ein Holz in ein Holz gelegt. Ich habe nichts zum Schreiben. Ich guck mal, wie das bei den anderen aussieht, ob da jemand auch so einen Tisch hat wie ich und was die machen. Ja, und Kirikil läuft neben dich, legt dir so die Hand auf die Schulter. Nicht abgucken. Aber ich habe kein Dings zum Schreiben. Der Zopf tippt so über deine Schulter hinweg auf die Tischplatte, also auf das Holz in dem Holz und dass die Holzmaserung verschwindet.
und hinterlässt einen blauen Hintergrund. Mal auf den Tisch. Gut. Berührst mit deinem Finger den blauen Hintergrund und überall, wo der Finger langfährt, hinterlässt er eine weiße Linie. Das ist ja gut. Dann fange ich an, A's nebeneinander zu schreiben. Genau. Erstmal A und dann kommt das B und das C und so weiter. Es geht halt immer so weiter und langsam, aber sicher lernt Liberiel schreiben. Und dieses komische Ding, was du da vor dir hast, dieses flackernde, flimmernde, was eben noch Holz war, jetzt dann blau, auf dem man schreiben kann, man lernt es, wenn man wischt, sind die Buchstaben wieder weg. Und ja, es ist ganz eigenartig, weil du hast ja keine Farbe in deinem Finger. Das ist ziemlich komisch. Vielleicht mache ich das auch mit meinen Gedanken, so wie ich das im Land hinter dem Horizont mache. Vielleicht. Ja, und mit der Zeit werden die, also als am Anfang hat er noch ja ganz langsam gesprochen und das A und ganz langsam und je mehr Buchstaben es werden, desto schneller spricht der Mann und desto schwieriger fällt es dir irgendwie mitzuschreiben und mitzukommen. Ja, und das nachher sollt ihr schon ganze Wörter und Sätze bilden und dann schwierige Sätze und mit Komma und richtig schreiben und Wörter erkennen und das geht super schnell irgendwann. Und eigentlich viel zu schnell, um bewusst mitzubekommen, was du da lernen sollst. Aber denen scheint nur wichtig zu sein, dass du alles das, was er sagt, aufschreibst. Dann Blick starr nach vorne zuhören und der Finger, der anfängt, über diese Fläche zu wandern. Die anderen auch sitzen einfach teilweise einfach nur da und die Finger bewegen sich von selbst und schreiben einfach alles auf. Ja. Und dann irgendwann ist die Lerneinheit vorbei und Kirikil meint dann so anerkennend, gut gemacht. Kannst wieder in deine Zelle zurück. Dankeschön. In ein paar Stunden geht es weiter. Womit? Mit der nächsten Lerneinheit. Was lerne ich dann? Wirst du dann mehr sehen. Mehr Wörter? Gut. Ich lasse ein bisschen den Kopf hängen. Such mal dann den Weg. Du solltest versuchen, dich auszuruhen. Es ist anstrengend, ich weiß das. In der Tat ist es dieses sich konzentrieren darauf ist in der Tat etwas. Also es ist nicht körperlich anstrengend, aber es ist geistig unglaublich anstrengend, ja. Ja, ich werde mich ausruhen. Vielleicht habe ich noch etwas von diesem Honig. Das Wort habe ich vorhin geschrieben. Der große braune Bär isst Honig. Ja, dann schließe ich mich der Schar an, die rausgehen und... Ja, einige davon sind noch total irgendwie Schweiß auf der Stirn und so und torkeln mehr, als dass sie gerade laufen. Ja, wenn ich neben einem dieser Torkler hergehe, ihn anschauen, geht es dir gut? Ja, schon gut. Du siehst aus, als könntest du ein Bett gebrauchen. Ja, ich brauche ein bisschen Ruhe. Dann geht's gleich wieder. Wo ist dein Zimmer? Da vorne. Dein Zeller. Ja, dann bleibe ich mal an seiner Seite, bis wir an seiner Tür sind. Ja. Geht dann einfach so in seine Zelle rein. Kannst einen Blick über die Schulter werfen. Siehst halt ein voll gefülltes Regal. Bei ihm sind ganz viele Bücher schon im Regal. Allerdings hat er keine Speisen auf seinem Tisch. Du hast Bücher. Ja. Ich würde mal ihm folgen, vor diesem Regal stehen bleiben. Mal gucken, ob ich lesen kann, was da auf dem Buchrücken steht. Ja, der geht einfach nur rein, ignoriert dich, setzt sich auf das Bett und sitzt einfach nur da, schließt die Augen. Lässt dann den Kopf so reinsacken. Oh, du bist... Ich komme später nochmal wieder, ja? Ich bin im Übrigen Liberiel. Ich frage dich später, ob ich mir ein Buch ausleihen darf. Ich habe nämlich noch keine. Schlaf gut. Dann gehe ich langsam rückwärts raus, mach die Tür zu. Stehe dann vor dieser Tür und denke mir, ich will aber ein Buch. Ich sollte mich auch ausruhen. Ich will aber, nein, ausruhen.
Kirikil hat gesagt, ich soll mich ausruhen. Dann drehe ich mich so um und tapp so, schlurfe ein bisschen Richtung Wir hören und gehorchen. meines Zimmers. Guck mal, wo sonst noch Türen sind. Vielleicht höre ich Der ja irgendwo jemanden, den ganze ich mir. Gang ist voll mit Türen, ne? Also, ja. Aber die meisten Engel, die du dann irgendwie noch siehst oder so, sind alle total ausgelaugt und laufen, gehen halt in ihre Zelle erst wieder rein. Der von eben hatte schon Bücher. Vielleicht macht er das länger und es wird anstrengender mit der Zeit. Gut, ich werde mich ausruhen. Ja, dann gehe ich zu meiner Zelle und setze mich da auch auf die Pritsche. Ich gucke mal, ob ich noch Essen auf dem Tisch habe. Ja. Ja, dann nehme ich mir davon etwas. Hab ein Butterbrot, wo so zermatschte Früchte drauf sind. Mittlerweile ein bisschen angetrocknet, weil es steht ja jetzt schon hier vielleicht eine Weile. Ja, du Aber immer weißt noch nicht genau, wie köstlich. lange es gebraucht hat, weil ja, Zeiteinheiten lernen hast du noch nicht. Also. Kommt bestimmt noch. Ja, dann setze ich mich mit diesem Marmeladenbrot auf meine Pritsche. Und sobald ich sitze, merke ich auch, dass es doch echt anstrengend war. Und esse dann so dieses Brot auf, so Marmeladenmund hinterher und dann fallen mir auch so die Augen zu und der Kopf sinkt auf die Brust. Willst du dich hinlegen? Ja, vielleicht auf die Seite. Ja, es ist Den Rücken geht nicht, das furchtbar tut weh. unbequem wegen den Dingern auf dem Rücken. Die doch schmerzen, wenn man dran piekt. Dann muss man aufpassen. Ja, dann drehe ich mich so mehr auf den Bauch. Ja, noch geht das. Den Kopf so zur Seite und. Ja, Liberia wird auch ein ums andere Mal nochmal unsanft von Kirikiel geweckt quasi und wieder zum Unterricht geholt. Und in der Tat, es wird sehr anstrengend. Du lernst nicht nur lesen und schreiben, sondern du lernst verschiedene Sprachen lesen und schreiben. Du lernst das Latein, die Sprache des Himmels. Und in der die Kirche kommuniziert natürlich, wie auch das Kommen, das Mundsprech der einfachen Leute, die nicht die hohe Sprache verstehen können und auch andere, vielleicht sogar ein paar vorsintflutliche Sprachen, die kaum noch mal gesprochen werden. Verschiedenes, die Dialekte musst du wiedergeben können. Und zwar innerhalb von wenigen Stunden bekommst du immer unglaublich viel Wissen, was auf dich einprasselt, was du sofort wiedergeben sollst. Es geht den Leuten nicht darum, dass du verstehst, was du da lernst, sondern du sollst es einfach nur wiedergeben können. Es ist pures, stumpfes, schnelles Auswendiglernen. Und im Gegensatz zu uns Menschen schafft Liberiel das. Es ist wie ein Schwamm von Kurzzeitgedächtnis. Also, ne, also wir müssen ja langsam irgendwie auch Sachen in unser Langzeitgedächtnis rüber, aber Liberiel schafft das sofort. So, zack. Das ist ja ein ganz anderes Alphabet. Genau, anders aussehende Das sieht Buchstaben. anders aus. Ja. Ja, ich schreibe es ja schon. Ja, das sind die einen Sachen, die du lernst und nach ein paar Wochen werden auch deine Flügel größer und immer größer und größer und ihr beginnt auch mit erstem Flattertraining, nenne ich es mal. Ihr könnt noch nicht komplett fliegen, aber ihr werdet schon darin geschult, dass ihr dies benutzen sollt. Und ja, und neben den ganzen Sprachen und dem Lesen und dem Schreiben lernt ihr auch schon erste, ja, man gibt euch so leere Bücher und ihr sollt einfach Sachen, die ihr gelernt habt, darin aufschreiben. Irgendwie, ja, alles, was ihr lernt, was ihr Neues habt, alles muss irgendwie sortiert in Bücher aufgeschrieben werden. Und die Aufgabe besteht halt darin, auch dieses Wissen zu sortieren, um es später gezielt wiederfinden zu können. Also du kannst nicht einfach alles sinnlos einfach hintereinander weg aufschreiben, sondern du musst gucken, welches gehört jetzt in welches Buch, was ich habe. Und du hast nachher wirklich viele Bücher. Und passt das eher jetzt in das Buch oder passt das eher? Oder sollte ich es in beide schreiben, um sicher zu gehen? Das ist schwierig. Vor allen Dingen unter Zeitdruck. Kostet mich Zeit und verbraucht
Platz. Ich mache Verweise für mehr Informationen. Sehr gut. Siehe, Buch sowieso, Seite sowieso. Ja. Ha! Ich bin dann ganz stolz. Musst du die Bücher auch noch nummerieren. Zeige, was ich gemacht habe. Ja, natürlich auch rechnen und ganz grobe Wissensteile, also Biologie und alles Mögliche lernst du natürlich nebenbei auch, weil es hat halt alles irgendwie einen Bezug, was du da schreibst und lernst. Geschichte, Geometrie, Kunst, also Gedichte, Rhythmik, alles Mögliche lernt Liberiel. B, A, B. C, A, B, A, B, C. Genau. Hat denn Liberiel zwischendrin auch mal das Bedürfnis, nochmal in das Land hinter dem Horizont zu gehen? Wenn sie so Alleinzeit hat. Auf jeden Fall. Wenn sie Zeit dafür hat, wird sie... wenn sie dafür Zeit hat, wird sie auf jeden Fall versuchen, da wieder hinzugehen. Sie bekommt ja Wissen, Bröckchen für Bröckchen. Viel, ja. Und... ja, man kann das irgendwie in die Bücher tun. Mhm. Und je mehr Bücher sie bekommt, desto mehr denkt sie, aber wenn ich mal irgendwo anders hingehe, sind die nicht und wenn es nur ein Stockwerk weiter nach oben oder nach unten ist, wie soll ich die alle mitnehmen? Ja, und spätestens bei dieser einen Unterrichtseinheit, wo du Bezug nehmen sollst auf die verschiedenen Sachen, die du gerade gelernt hast, und dein Register rauskramst und sagst, oh, ich muss mal eben mein Buch holen, und der Dozent sagt, nein, sofort hier aufschreiben. Mhm. Tja. Wird auch sofort bestraft, dass du es nicht aufschreiben kannst, dadurch, dass du Essensrationen weniger bekommst. Oh. Natürlich, ja. Böse, böse. Dann sitze ich ganz traurig in meiner Zelle hinterher. Ja. Und musst dir jetzt einen Weg überlegen, wie du schneller an das Wissen kommst, ohne dass du deine Bücher holen kannst. Ja, dann sitze ich wohl nach einer dieser Unterrichtsstunden in meiner Zelle, starre die Bücher an. Muffelig, weil du nichts zu essen kriegst. Mhm. Bekomme so ein bisschen, bin ich grummelig und mein Bauch grummelt auch. Ich habe mittlerweile gelernt, dass da ein Magen drin ist, der regelmäßig was bekommen sollte, also zumindest Menschen. Ich brauche wohl weniger, sagen die, aber irgendwie mag ich das, wenn hier ständig irgendwie Leckereien auf meinem Tisch stehen. Mhm. Und dann sitze ich auf dieser Pritsche und denke mir, na gut, das wäre ja gelacht. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Na komm schon, ich muss da wieder rüber. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Ja. Tada! Schlägst die Augen wieder auf und bist halt wieder auf diesem, in diesem Raum mit dem Weg, den du jetzt in der Wiese. Ja. Aber sonst, also der Kirikil ist nicht da. Aber sonst ist dein komisch gezeichneter Weg ist noch da und die Wiese ist noch da. Weg und ich habe Wiese. Ich brauche einen Ort für Wissen. Nein, der Unterrichtssaal ist langweilig. Aber da sind lauter Leute. Das mag ich. Ich brauche einen Ort mit vielen Leuten. Die können einem was erzählen. So wie unsere Lehrer. Die erzählen auch immer Sachen. Wenn jemand was erzählt, kann ich mir das gut merken. Ich brauche einen Ort, wo Leute reden, dass ich mir das merken kann. Wenn ich hierher immer wieder herkommen kann, dann kann ich sie ja dann fragen. Ich sitze also im Schneider, sitze dann auf dieser Wiese. Mhm. 20 Quadratmeter Wiese. Sie muss größer. Zack, 30 Quadratmeter Wiese. Und baue also noch mal 20 Quadratmeter Wiese an oder noch mal oder noch mal. Kannst ein bisschen, wie nennt man dieses, dieses Computerspiel, was alle Kleinen immer spielen hier. Mit dem selber bauen Zeug. Sims? Ja, Sims meine ich nicht.
Oder von, ja, von mir aus auch Sims, aber der Chat weiß es bestimmt, was ich meine. Minecraft meinte ich, genau. Ah, ja, Ja. okay. Genau, Minecraft, danke, T-Rex, ja. Ja. Also so ähnlich kannst du es halt irgendwie, kannst halt alles Mögliche, die da hinbauen. Hauptsache, die Beschränkung ist, dass du es weißt. Ansonsten kannst du es nicht hinbauen. Ja, und dann werde ich anfangen, einen Raum zu erschaffen. Wirklich erstmal sieht er tatsächlich grob, weil ich noch nicht so viel anderes gesehen habe, aus wie einer unserer Unterrichtsräume. Nur, dass ich fange also an, Wände um mich zu errichten und eine Decke. Und erinnere mich dann an unsere Stühle mit den Tischen direkt dran, ne, und dass die so unbequem sind. Ja, fürchterlich unbequem. Und man ist getrennt. Und fange dann an, einen großen Tisch in die Mitte zu bauen, wo ich Stühle dran stelle. Und dann stehe ich an der Kopfseite davon. Okay. Gut. Mein erster Lehrer, der bringt uns Alphabete bei in verschiedenen Sprachen. Dich brauche ich hier, weil wenn ich dich frage, dann hast du bestimmt jede Antwort. Ja, sitze ich. Ich brauche einen Stuhl. Zimmer ich mir einen Stuhl an diese Kopfseite, stütze die Hände auf und starre auf diesen einen Stuhl, so zu meiner Linken, und stelle mir diesen Lehrer vor. Haargenau, wie er immer an der Tafel steht, mit seiner nasalen, Ja. monotonen Stimme. Ne, das A ist ein besonderer Buchstabe, weil er ist der erste Buchstabe. Eben auch so eine kleine Tafel, die er vor sich liegen hat. Und ein Stück Kreide dazu und stelle mir vor, wie er dieses ganze Wissen, was ich immer bekomme über Schrift und Alphabete und überhaupt Worte und Grammatik, wo welches Komma hin muss und wann ich ein Ausrufezeichen und wann ein Fragezeichen hinsetze oder wann man mal ausnahmsweise ein Semikolon benutzen darf, Trichter hat er. Und so fange ich an, mir die Lehrer vorzunehmen aus den verschiedenen Wissensgebieten. Ich anfange, um diesen Tisch zu drapieren. Und jeder dieser Lehrer bekommt passend zu seinem Fach irgendein Merkmal versehen. Zum Beispiel der uns was über Natur und Pflanzen erzählt, der kriegt einen Blumentopf vor seine Nase, wo so ein Baum anfängt rauszusprießen mit Früchten dran, mit Äpfeln. Komischerweise auch Kirschen dran. Naja, was soll's. Und vor denen, der uns was über Tiere erzählt, vor dem steht eine kleine Kuh, die er dann immer anfängt zu streicheln. Ich weiß nicht, warum er diese Geste macht, aber irgendwie würde das passen. Genau. Jemand hat einen Globus vor sich, den er immer dreht. So Und wenn ich entsteht so. ein großer, langer Tisch mit ganz vielen Leuten dran, ja. Genau. Und irgendwann fangen die an, untereinander zu reden. Weil dann kommt eine Person dazu, die immer mal so mit Tellern mit Essen durch die Gegend läuft, die dann weiß, wann ich welche Speise bekommen habe und vorgefunden habe in meinem Zimmer und wonach die geschmeckt haben. Wenn ich nämlich rausfinde, welche Zutaten in der Speise waren, fängt die Person dann an, mit den Leuten am Tisch zu reden, sodass dann anfangen Querverbindungen zu entstehen. Und irgendwann fangen die an, quer über den ganzen Tisch miteinander zu reden, wenn ich weiß, diese Tierart gehört aus diesem Land, das heißt, der Kuhfritze fängt an, mit dem Globus zu reden. Ja, das wird ein heilloses Durcheinander. Ja, ein immerwährendes Stimmenwirrwarr, das sich da in Ja. diesem neu erschaffenen Raum da jetzt macht. Was dazu führt, dass ich sie anfange zu separieren. Du kriegst dein Angebot Ja. da, du da, und wenn ihr reden wollt, trefft euch da. Oder sie können durch den Raum laufen, sich gegenseitig besuchen. Okay. Oder sagen mir dann die Verbindung, wenn du dazu zu den Tierarten aus Frankreich etwas wissen müsstest, gehe dort rüber, bitte. Professor sowieso kann dir mehr erzählen. Das wird einige Monate dauern, der sich dein Raum immer weiter mit mehr Leuten füllt, die dann irgendwie durch die Gegend laufen. Müsst einige Mal den Raum noch vergrößern. Vielleicht gibst du denen noch eigene. Ja, hast du dann irgendwann ein schlechtes Gewissen und gibst denen noch irgendwie was anderes, außer dass sie dann nur so in ihrer kleinen Nische stehen, wieder rauslaufen. Ja, ich Ich meine, fange sie an, sind Räume nicht echt, aufzubauen. aber.
Ja. Ja, und es wird, es ist trotzdem, ich stelle es mir gerade wirklich als ein ziemliches Tohuwabohu davor. Aber gut, ja. Zu Anfang ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, wie gesagt, es wird auch fleißig fürs Flügelschlagen geübt und über die 2 Monate hinweg werden deine Flügel auch so groß werden, dass man sie richtig auch benutzen kann. Was bei Liberiel jetzt wahrscheinlich aber dazu führt, wenn ich mir dann, wenn ich die Vorstellungen jetzt von Liberi richtig im Kopf habe, dass sie damit ein bisschen Probleme kriegt, jetzt sich vernünftig irgendwo durchzuquetschen, weil die Flügel so unglaublich groß und schnell gewachsen sind. Und dreht sich auf dem Schreibpult mal um und fegt die Bücher des Nachbarn davon mit den Flügeln vom Tisch und ja. Ja, genau. Es fällt mir unheimlich schwer, die irgendwie zu koordinieren. Ich stoße ständig irgendwo gegen. Ich muss alleine durch eine Tür gehen, weil ich irgendwie immer andere anrempel damit. Dann gibt es immer mal harsche Worte, sowohl von den Lehrern als auch von Mitschülern. Wenn ich da wieder jemanden das Tintenfass vom Pult gefegt habe oder den Pergamentstapel, dann will ich mich hinknien und helfen beim Aufsammeln und feg damit das nächste vom anderen Tisch runter, was mir dann sehr zu schaffen macht. Und ich bin oft dabei, mich zu entschuldigen. Natürlich wird das mit Hohn und Spott von Kirikiel kommentiert. Da kannst ja nicht mal deinen Flügel hin richtig. Jetzt passt doch mal auf. Ja. Ja. Und ja, das kommen auch die ersten Flugstunden dazu. Also richtige Stunden, in der ihr oben auf der Flugplattform des Himmels seid und ja, versuchen sollt, auch schon abzuheben. Die ersten aus deinem Kurs schaffen es auch ohne Probleme. Nur Liberien mit ihren riesen Schwingen, die sie inzwischen schon hat, irgendwie schlägt und ist das sehr schnell ermüdend und mehr als ein zwei, drei kleine Hopser kriegst du aber nicht hin. Was wiederum von den größeren Engeln mit allerlei Spott und Hohn betrachten bedacht wird. Ja, das führt dazu, dass ich mich gerade in der Zeit anfange, mehr in mein Refugium zurückzuziehen, mich mehr in Bücher reinstürze und versuche, mehr Wissen zu bekommen, um das irgendwie auszugleichen. Ja, das kriegen deine Lehrer irgendwann mit und meinen, ehe du nicht abgehoben bist, wirst du nicht mehr die Bibliothek besuchen. Was? Aber das ist gemein. Erst das Fliegen, dann weiter lernen. Aber wozu brauche ich denn das Fliegen? Das Wissen ist doch hier unten. Nein, das Wissen ist auch dort draußen in der Welt. Dafür haben wir doch Füße. Die sind nicht schnell genug. Wie willst du mit deinen Brüdern und Schwestern mithalten, wenn sie an die Schlacht ziehen? Kämpfen ist gefährlich. Ja, Wir erst haben da was recht, wenn über man Verletzungen. keinen Engel des Ramiels an der Seite hat, der einen mit Wissen um Taktik, Wissen um den Feind und Wissen um die Umgebung und sonstigem nützlichen Wissen versorgen kann, weil er zu Fuß zurückhängt. Kann ich nicht erst die Taktik lernen und dann das Fliegen? Nein. Bitte? Na gut. Das heißt, die Ausbildung von Liberie verzieht sich um einige Monate. Ja, also man sieht so wochenlang, dass sie immer mal einen Schritt näher an den Abgrund rangeht. Und dann eine Woche später wieder einen Schritt näher und dann steht sie da mit so ganz langem Hals und guckt. Und guckt den Möwen hinterher und den anderen Engeln. Und dann eine Woche später ist sie noch einen Schritt näher dran und guckt. Ich mag nicht. Oh, dann sucht sie sich eine Stufe, wo sie erstmal runterspringt, versucht zu flattern um 5 Sekunden oder dann gesteigert in der Luft stehen zu bleiben. Und sitzt sie immer hinterher auf dem Boden und keucht. Ja, und du hörst die anderen Engel schon darüber reden. Ah, bist du schon in einen der Wege eingeteilt worden? Nein, ich noch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ja, und das ist so viel neues Wissen, was wir da kriegen. Voll gut, ja. Warst du schon in der Halle des Lichts? Ja, ich war da schon.
Ja, die Dann, sie Ohren lachen werden dich halt sehr alle groß. aus, wenn die irgendwie immer sehen, dass du noch keinen Weg hast und dass du noch nicht mal weißt, was der Weg ist und so. Ja, und dann stehe ich letztendlich doch irgendwann, versuche ich auch mal mit schnellen Schritten näher zu kommen, aber ich bremse immer. Es ist wie so eine Luftmauer. Und so Wochen später stehe ich dann tatsächlich an diesem Abgrund und gucke runter. Was ist, wenn ich nicht fliegen kann? Die sind so schwer, die Flügel. Ich muss. Dann gehe ich 6 Schritte zurück, halte mir die Augen zu und fange an, auf dieses Ende zuzurennen und bleib dann wieder stehen. So wie der Hund, der nicht ins Wasser will, ja, aber eigentlich den Ball, der ins Wasser geflogen ist. Genau, so ungefähr. Ich komme nicht weiter. Gott, hilf mir! Du hast mir diese Flügel gegeben. Versprichst du, dass sie mich auch tragen? Sind ja auch große und beeindruckende und weiße und eigentlich ziemlich schöne Flügel, aber sehr schwer und ausladend. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen, dein sind auch diese Flügel. Dein ist die Gabe, sie benutzen zu können. Gott hat sie dir gegeben, vertraue auf Gott. Gott hat sie dir gegeben, also werden sie dich auch tragen. Sie sind viel größer als die der anderen. Dann werden sie bestimmt auch noch viel besser fliegen. Bitte, bitte, Gott, fang mich auf, falls sie mich doch nicht tragen. Und dann hüpfe ich über diesen Abgrund, über diesen Rand und falle erst einmal, schätze ich. Sollen wir denn eine Karte ziehen? Ja, zieh mal eine Karte. Yay! Also für alle, die das System noch nicht kennen, im Engelsystem hat man keine Würfel, sondern man hat die nur sogenannten Arcana-Karten. Das sind Karten, die man aus einem Deck zieht, bevor man beschreibt, was man tut. Und dann darf man die Karte interpretieren und aufgrund der Interpretation kann man dann entscheiden, wie die Aktion aussieht und wie sie ausgeht. Und es gibt gute und schlechte Karten, aber eine schlechte Karte heißt nicht, dass das Outcome schlecht sein muss. Also das ist wirklich komplett frei interpretierbar, was da so kommt. So, und Liberiel zieht hier das vierte Arcanum, die Schrottbaronin in der aufrechten Bedeutung. Moment, ich habe es nicht abgeschickt, glaube ich. Da, zack. Führung, Regierung, Macht, Entscheidung, Taten, Verhandlungen, Führungsqualitäten, Stärke, Respekt, Unerschütterlichkeit, Selbstsicherheit, Väterlichkeit und Vernunft. Ja, wir sehen also Liberiel erst einmal in die Tiefe trudeln. Unfähig, irgendwie diese großen Flügel vernünftig aufzuspannen, zu halten, dass der Wind sie fängt. Und sie fängt voller Inbrunst an zu beten. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist die Wiste, dein sind diese Flügel. Bitte Gott, Vater, fang mich! Und Du dann machst die Augen tatsächlich. wieder auf und bist in deiner Kathedrale, in deinem Refugio. Ja, du Und dann, stehst auf der Wiese. genau, das ist erst einmal schlecht, sodass ich all wieder diesen Spruch aufsage, den Boden auf mich zurasen sehe und dann ein erlösender Windstoß kommt, gerade noch im rechten Augenblick. Ich sehe die Dächer schon viel zu nah. Dieser Druck von der Luft unter den Flügeln, die mich wirklich so über eine Dachkante hinweg hieven, die Fußspitzen, die so ein paar Schindeln abräumen, die zu Boden krachen unten und Leute aufschrecken vielleicht. Und ich brülle ein Entschuldigung, Entschuldigung nach unten. Und habe dann Mühe, irgendwie wieder Höhe zu gewinnen und erreiche vermutlich nicht meine eigene Plattform. Aber ja, lande irgendwo wieder. Gewinne auf jeden Fall kräftigen Muskelkater und Respekt vor dieser Höhe.
Und vor dem Fallen. Und das Wissen, dass man auch während dem Fliegen in sein Refugium wechseln kann. Und das. Ja. Und habe wahrscheinlich, weiß nicht, ob so richtig Schuhe trage ich vermutlich nicht. Ja, Sandalen, wenn. Ja, ja genau. Ein Riemen ist gerissen und die ein paar Zehen sind so, haben so Schürfwunden drauf. So Kratzer. Ja. Sitze dann keuchend auf einer der Flugplattformen, die vermutlich ein bisschen weiter unten ist. Ich mag. Das deine ersten Wunden überhaupt? Und dann gehe ich ganz trotzig zu meinem Ausbilder und sage: Ich bin geflogen, ich will mehr wissen. Naja, das kann man ja jetzt nicht richtig fliegen nennen, was du da gemacht hast. Geh am besten zurück in deine Zelle und versuch's nachher nochmal. Ja, und dann wird man Liberiel am nächsten, ein paar Stunden später vermutlich schon wieder an dieser Kante stehen sehen. Ich darf nicht den Spruch sagen, wenn ich runterfalle. Das ist schlecht. Ja, wieder etwas Wissen mehr. Frage ist, welcher von den Typen in deinem Refugium kriegt dieses Wissen aufgedrückt? Willst du noch eine Karte? Ja. Aha. Okay. Das 21. Arkanum, die Welt, Vitalität, Erfüllung, Belohnung, Freiheit, Ganzheit, Vollkommenheit, Ganzheitlichkeit, Vollendung, Integration, Einigung, Einung, Bewusstsein, Vision und Umwelt. Passt super gut gerade, finde ich. Ja, ich werde also dort stehen, mich auf diesen nächsten Anlauf vorbereiten. Da werden von hinten noch ein paar andere Engel kommen, die auch ihre Flugübungen absolvieren und wahrscheinlich voller Vorfreude auf diese Klippe zurennen und sich abstoßen. Ich beobachte die und schließe mich dann dieser Gruppe an, weil gemeinsam sind wir hoffentlich stärker, und schmeiße mich mit ihnen zusammen über diese Kante. Ich habe zuerst wieder dieses Gefühl von Fallen und habe dann das Gelächter und die Freude der anderen im Ohr. Und wie sie sich zujubeln und ein Gedicht übers Fliegen und über die Erfüllung, dass die Flügel ein Teil von uns sind und gegeben sind, um uns in die Welt hinauszutragen, um die Worte Gottes zu verbreiten, um das Wort zu bringen und die Herzen der Menschen vor der Verführung des Wissens, vom verbotenen Wissen zu bewahren. Und ja, mit dieser doch recht ansteckenden Begeisterung, die sie hier draußen jetzt in der Luft haben, kriege ich auch den Wind unter die Flügel gefangen, finde einen Aufwind und ja, kann nach oben getragen werden. So ganz verschwindet die Angst nicht, aber es ist vor allem schön, mit den anderen gerade so ein bisschen um diesen Turm rumzufliegen. Weil tatsächlich in ihrer eigenen Begeisterung fangen sie auch an, mir zuzurufen. Hey, du hast es geschafft, du fliegst, schau mal da unten. Nein, ich will nicht runtergucken, aber schau doch mal da. Ja. Viel zu sehen da unten auf dem Meer. Zumindest, ja. Okay, du schaffst das Fliegen dann tatsächlich dann ja doch. Wäre doch ein Klacks gewesen. Ja, und bekommst natürlich dann wieder den Zugriff zu der Bibliothek mit dem normalen Wissen. Aber nun auch, weil du geflogen bist, wie versprochen, auch den Zugang zu den Wegebibliotheken. Und zwar ist das eine größere Bibliothek, in die man dich dann reinführt. Und die ist in verschiedene Trakte eingeteilt, so ähnlich wie du auch deine Leute eingeteilt hast in deinem Refugium. Und zwar sind die in 8 Trakte unterteilt.
die mit schmiedeeisernen Toren verschlossen sind. Und in der Mitte ist so ein Lernrefugium, wo auch einige andere Engel und Menschen sitzen und gerade irgendwelche Bücher abschreiben oder irgendwie anscheinend lernen oder so. Und die 8 Tore haben alle Zeichen der Erzengel. Jeremiel, Michael, Raphael, Gabriel, Uriel, Sariel, Raguel und Samuel. Und Kirikiel hinter dir meint, du musst dich für einen der Wege entscheiden. Wofür stehen sie? Nun, alle unterstehen natürlich Jeremiel, aber Jeremiel hat auch noch sein eigenes Refugium. Steht für Geschichte und Sprache. Michael steht für Taktik und Mathematik. Raphael für die Medizin und die Biologie. Gabriel für Architektur und Analytik, besonders was den Feind angeht, wenn du etwas über die Traumsaat wissen möchtest. Uriel steht für Kartografie und Geographie. Sariel für Musik und Diplomatie. Und die beiden Tore dort sind leider verschlossen. Sie enthalten gefährliches Wissen des Raguel und des Samuel, Samael. Für die kannst du dich leider nicht entscheiden. Noch nicht. Wann kann ich mich dafür entscheiden? Wenn der Abt des Himmels dich dafür für reif hält. Meist mit der höchsten Engelsweihe. Die großen Engel dürfen dort hinein. Irgendwann darf ich da auch rein. Du weißt, die Raguliten sind die Hüter der Naturwissenschaften und der Technik gewesen, bis das Fegefeuer ihren Himmel ausgelöscht hat. Wir haben all ihr Wissen, was wir retten konnten, dort in diesem Bibliotheksast gesammelt. Aber da es sich um Wissen für übervorsinnflutliche Technik handelt, ist es nicht für jeden gut, es zu listen. Und in der Abteilung des Samael sind die Dogmen und die Geschichte der Kirche verzeichnet. Und alles das, was sich mit Ketzern befasst. Das Ketzergedankengut. Aber sollte die Geschichte der Kirche nicht uns allen zugänglich sein? Im Grundzug ist sie das auch, aber es geht hier um den Teil dieser Abteilung, die sich mit den Ketzern beschäftigt. Mit dem Gedankengut und dem Wissen, das die Ketzer verbreiten. Mit den falschen Lehren. Es ist nicht gut für jeden, die falschen Lehren zu wissen. Denn wie du vielleicht in deiner Ausbildung gelernt hast, etwas Falsches, das man sich erstmal angeeignet hat, lernt man nicht so schnell wieder weg. Das ist richtig. Daher dürfen nur starke Geister und gut ausgebildete Engel in diese Abteilung. Das verstehe ich. Und ich werde ein starker Engel sein. Irgendwann bestimmt. Mit festem Geist und Glauben, dass ich der Kirche auch noch als großer Engel dienen kann. Und du hast so einen Spruch von einem anderen kleineren Engel, der mit dir in einem Kurs sitzt, aber da nicht mal richtig fliegen können. Man muss nicht immer fliegen können. Dafür beherrsche ich die Alphabete besser als du. Und mehr Sprachen. Ich muss mich jetzt für eins der anderen Tore entscheiden? Nicht sofort, aber bis zum Ende des nächsten Ausbildungsschrittes solltest du dich für einen Weg entschieden haben, denn alle Wege zu lernen wäre zu viel für den Geist. Aber ich kann auch in die anderen reinsehen, oder? Natürlich. Gut. Dann, ja, mein Blick ruht auf dem
auf dem Zeichen des Sariel, würde ich, glaube ich, mit Musik und Diplomatie beginnen. Gut. Dann tu das. Juhu! Ja, danke schön! Mache schon 3 Schritte, drehe mich dann um, winke ihm mit einem Danke und stürme dann auf dieses Tor zu. Ja, kannst dich da austoben, die verschiedenen, also das muss man sich ein bisschen vorstellen, wie halt die Bibliothek, in der du bis jetzt warst, waren halt so grundlegende Sachen, die halt nichts Besonderes sind. Und hier sind jetzt in den Abteilungen wirklich, da geht's ins Detail. Also wirklich jedes kleinste Fitzelchen, was irgendwie jemals aufgeschrieben wurde, findest du hier. Genau. Ich werde dort die nächste Zeit sehr viel verbringen und lesen. Aber mich zieht es auch immer mal wieder rüber Richtung Biologie tatsächlich und werde auch mal, vor allem wenn ich irgendwie über, weiß ich nicht, bei der Musik über irgendwelche Kathedralen lese, wo irgendwelche Musik gespielt wurde oder Orgeln lese, werde ich auch immer wieder in der Architektur mich wiederfinden und nach den Gebäuden suchen, die da beschrieben wurden oder nach den Plätzen suchen. Was dir immer mehr auffällt jetzt, wo du hier so stöberst, ist, dass es ja ähnlich ist, wie du deine Bibliothek angelegt hast. Es gibt halt Verweise. Und es gibt Büchereien auch und so. Aber es gibt teilweise Bücher, die sind nicht da. Die fehlen einfach. Dann suche ich mir jemanden und frage, wo diese Bücher sind. Ja. Kommt eine junge Begine, die irgendwie mit so einem Wischmopp durch die Regal reinläuft, schaut dich so fragend an. Kann ich dir helfen? Ja, hier ist eine Lücke, da fehlt ein Buch. Wo ist das? Ich habe das gesucht, ich brauche das. Das Buch gibt's nicht. Warum? Da weiß ich nicht. Das gibt's eben einfach nicht. Aber da ist doch ein Verweis dazu, auf dieses Buch. Vielleicht hat es das mal gegeben. Vor der Sintflut vielleicht. Vielleicht hat es nur noch keiner wieder aufgeschrieben neu. Es gibt viele die Bücher, die hier fehlen. Das ist aber traurig. Ja, es würde ziemlich lange dauern, glaube ich, alles Wissen der ganzen Welt irgendwo aufzuschreiben. Ich glaube, da hätten wir auch gar nicht genug Platz für hier. Aber der Turm ist so groß. Die Welt ist aber viel größer. Solltest mal da drüben zu den Urieliten reingehen, dann dir mal ansehen, wie groß die Welt ist. Ja, das werde ich vielleicht tun. Danke für deinen Rat. Bitte. Ich hoffe, wir machen dir hier nicht so viel Schmutz. Nein, nein. Ich bin daran gewöhnt. Wischt so hinter dir weg. Guck auf meine Sandalen runter. Mir leid. Alles gut. Dankeschön. Tschüss. Es gibt hier gar nicht alle Bücher. Aber es kommen doch bestimmt immer wieder neue Bücher her. Kirikiel steht so mit verschränkten Armen so irgendwie am Eingang der Abteilung, wo du gerade rauskommst. Und? Hallo Kirikiel. Was und? Gefunden, was du suchst? Nein, das Buch ist nicht da. Warum sind hier nicht alle Bücher? Die Begine eben sagte, es sind nicht alle Bücher hier. Dass gar nicht genug Platz wäre. Gibt es so viele Bücher? Ja. Aber Schreiben ist doch was Besonderes. Und braucht Zeit. Ja, wie kann es dann so viele Bücher geben? Nun, das haben vielleicht noch nicht alle alles aufgeschrieben. Schreibst du Bücher? Hin und wieder. Wenn ich Zeit dafür finde und nicht damit beschäftigt bin, dich zu begleiten in deiner Ausbildung. Das tut mir leid. Ich hoffe, ich klaue dir nicht so viel Zeit. Das ist ja meine Aufgabe. Das stimmt. Aber trotzdem, Bücher schreiben ist bestimmt wichtig. Damit andere junge Engel wie ich
von dir Wissen bekommen, auch wenn du nicht hier stehst, sondern was anderes zu tun hast. Ja, aber denke immer daran, dass nicht jeder alles Wissen verkraften kann, so wie wir. Wir sind dafür geschaffen, das Wissen zu sammeln. Das habe ich gelernt, ja. Und dass die Herzen der Menschen leicht mit Wissen zu verführen sind und wir sie deswegen davor beschützen müssen. Richtig. Deswegen haben wir es ja hier im Turm. Nicht draußen. Richtig. Genau. Und das Gleiche gilt auch für die anderen Engel. Die anderen Orden. Sie wissen auch viel auf ihre Art und Weise, aber nicht so viel wie wir. Die wissen nur das, was sie brauchen, oder? Richtig. Deswegen sind wir ja da. Wir erzählen ihnen, wenn sie irgendwas wissen müssen, erzählen können wir es ihnen sagen. Und deswegen muss ich ganz viel lernen. Ich muss da jetzt hin, zu der Architektur. Ich habe Lieder gefunden in einem Buch, die in geselligen Runden gesungen werden. So etwas, das sich Gaststätte nennt. Ein Sehr Ort, wo wichtig. viele Gäste zusammenkommen. Ja. Und was fehlt dir da jetzt an Buch? Bilder dazu, Beispielbilder und von der Architektur. Welche Architektur? Vom Aufbau? Ich habe da so eine Idee für mein Land hinter dem Horizont. Ich war lange nicht mehr da, seit eigentlich gar nicht, seit du mich das erste Mal eingeladen hast. Dann musst du mal vorbeikommen. Es ist wirklich schön geworden. Noch ein bisschen chaotisch, aber dafür brauche ich ja das Buch. Denk dran, man spricht solche Einladungen nicht so leichtfertig aus. Denk dran, dein Refugium ist ein Teil deiner Seele. Nicht jedem würde ich erlauben, in meiner Seele herumzuspazieren. Aber dir erlaube ich das doch. Du bist doch seit meinem ersten Tag hier auf der Erde bei mir. Ja. Du bist mein Lehrer und du bist ein Freund. Ich sag ja auch nur, dass du dir gut überlegen sollst, wenn du einladen sollst. Das werde ich beherzigen. Dankeschön. Aber ich glaube, ich kann dir helfen mit deinem Grundriss. Kannst du? Wir treffen uns in deinem Refugium. Gerne. Suche mir mal einen Platz, wo ich nicht aus Versehen irgendwas umwerfen kann oder jemandem im Weg stehe, hock mich dahin und würde über das Mantra ins Land hinter dem Horizont gehen, in mein Refugium. Dann, ja, wie sieht das inzwischen aus? Immer noch so die einzelnen Nischen mit den Leuten drin und dem großen Tisch in der Mitte? Nein, mittlerweile sind es mehrere Räume und mehrere Tische, die im Grunde so einen großen sind Durchgangszimmer, wo man so einmal rund gehen könnte durch alle Räume und so Wissensgebiete, die zusammenpassen, sind in einem Raum untergebracht, aber sie haben eigene Tische bekommen. Mittlerweile da stehen auch ein paar Trennwände drinne und da stehen dann hinter den Leuten sind Regale an den Wänden oder auch Karten, Bilder, die zu den Wissensgebieten passen, Bücher, die ich komplett gelesen habe und teilweise halt wichtige Passagen für mich persönlich wichtig waren. Finde ich dann auch dort in diesen Büchern wieder. Und im Grunde kann mir die Person, die dann dort am Tisch sitzt, noch genau sagen, wenn du das und das suchst, schau mal in dem und dem Buch nach. Und dann kann ich das Buch da rausziehen, nochmal grob gucken und dann gegebenenfalls nochmal in die Bibliothek weitergehen, falls ich eine Feinsuche, noch was ganz Explizites brauche. Okay. Es bekommt immer mehr den Charme und die Ausstrahlung tatsächlich schon von einem Gasthaus, auch wenn Liberiel sich dessen noch gar nicht so ganz bewusst ist. War ja auch noch nie in einem Gasthaus. Genau.
Genau. Aber auch so die ganzen Speisen, die sie im Laufe der Monate mal jetzt probieren konnte, wenn sie eine Idee hatte, dass das zu irgendeinem dieser Wissensgebiete zupasst, findet man davon auch Abbildungen auf den Tischen durchaus. Gut. Und auch die eine oder andere Person, die noch sehr grob aussieht, die durch diese Räume geht und das Essen hier und da hinbringt. Ich stelle mir auch vor, Sie irgendwie ist es auch schwer, neue Personen zu erfinden. Ne? Mit so vielen Leuten Genau. begegnest du ja gar nicht. Genau. Es sind halt Ne? hauptsächlich die Lehrer bisher, die dort rumsitzen. Kirikiel, der mal hier und da auftaucht und Sachen beobachtet. Durchaus. Genau. Ja, dann entdeckst du diese noch etwas konturlose Gestalt, wie du sie damals schon gesehen hast, wie sie irgendwie neben der Kirikiel-Figur steht und sie so anschaut. Ist wahrscheinlich auch vielleicht nicht zu 100% genau getroffen, sondern so ein bisschen idealisiert als Lehrer. Und zwar im positiven Sinne. Guckt nicht so mürrisch, wie er manchmal guckt, sondern mehr Interessant. mit lächelnd. Jemand, der mir Rat gibt. Ja, dreht Und sich zu dir um und die Umrisse von ihm verschwimmen jetzt so, dass er jetzt auch wirklich dann als Kirikiel wahrnehmbar ist, weil du jetzt ja da genau weißt, wer das ist und das instinktiv so dargestellt wird. Interessant, so habe ich noch keinen gesehen. Kein Refugium. es ist gemütlich. Auf seine Art und Weise schon. Ich denke, es bildet tatsächlich deine Art sehr gut ab. Dankeschön. Nun, wir wollten ja das fehlende Wissen suchen, nicht wahr? Ja. Ich denke, das werden wir hier nicht finden können. Vermutlich nicht. Es ist dir nur das Wissen, das ich angesammelt habe. Wir brauchen einen Weg nach draußen. Hast du noch irgendwo Platz für eine Tür oder sowas? Ja, da. Ja, dann diese Tür aufmachen. Und es halt draußen gibt es auch noch Sitzmöglichkeiten. Da sieht man halt große Wiese. Mittlerweile stehen dort verschiedene Obstbäume und es gibt einen Springbrunnen, den ich bei Architektur mal gefunden habe, wo Ja, so tritt raus. Engelstatuen. Meint dann, nein, 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 nicht so raus. Ich meine wirklich raus. Wie raus? Den Weg da lang? Raus aus deinem Refugium. Also nicht in die reale Welt, sondern nur raus aus deinem Refugium. Kannst du dir das vorstellen? Was ist hinter meinem Refugium? Wir nennen es Halle des Lichts. Stell Schon es habe dir ich ge vor wie das Foyer eines Hotels vielleicht. Und dein Oh, ein Foyer, Refugium, ein ganz dein... großes Gasthaus. Genau. Und dein Refugium ist ein Zimmer in dem Hotel. Und du musst jetzt versuchen, aus diesem Zimmer heraus ins Foyer zu schreiten. Das ist einfach. Dann laufe ich zu so einem Garten, ja, werde ich wahrscheinlich so eine Art Gartenzaun ziehen, mit so einem großen Torbogen drinne und den dann aufstoßen, mit den Augen zu davor stehen, die aufdrücken und dann so ein Glanz, der dann davon anfängt auszugehen und tatsächlich so eine Marmorhalle mit weißen Säulen aufbauen. Ja, und tatsächlich geht hier das Tor nicht nur so auf und sondern richtig auf in einen anderen Teil des Landes hinter dem Horizont, nämlich in die Halle des Lichts, ein wirklich lichtdurchfluteter Raum, der auch sonst nichts großartig enthält, außer nur weißes Licht. Hier laufen unendlich viele Engel um die her. Also teilweise welche, die du kennst, aber ganz, ganz, ganz viele auch, die du überhaupt nicht kennst. Sie scheinen alle unglaublich beschäftigt und laufen umher. Du siehst auch ganz viele schwarze, türähnliche Abschnitte. Überall kreuz und quer verstreut. Kirikiel, guck mal, hier sind ganz viele. Ja. Sind das alles Ramiiliten?
Können die anderen auch hierher kommen? Die anderen Die Engel Halle der anderen? des Lichts können alle. Nein, die von den anderen Orden. Nein. Schade. Aber es sind so viele andere hier. Ja. Ich lauf, mach mal 3, 4 Schritte in diese Halle rein und grüße wahllos Leute, ob ich sie nun schon kenne oder nicht. Schaust dich um und dann siehst halt auch so dieses schwarze Tor, aus dem du rausgetreten bist. Da oben steht drüber Liberiel in so einem Schriftzug. Das Tor ist ja nur schwarz von der Seite. Das sind Ja. aber alle anderen Tore auch Liberiel. Gut. Wie sieht dein Himmel aus? Dein, nicht dein Himmel, dein Refugium. Vielleicht zeige ich dir das irgendwann mal. Aber wie gesagt, man muss vorsichtig sein, mit wem man in sein Refugium hineinlässt. Ich Würdest habe du mich etwa... bestimmt Dinge da drin, die für dich noch nicht geeignet sind. Na gut. Aber es liegt nicht daran, dass du mich nicht magst, oder? Gut. Gut, dann gehen wir mal durch die Halle. Und die Halle ist wirklich unglaublich groß. Es sind Tausende von Engeln, die hier durch die Gegend laufen. Zumindest gefühlt. Überall halt diese schwarzen Eingänge. Und teilweise sind aber auch die Eingänge gar nicht beschriftet. Also viele davon sind beschriftet mit Namen. Und einige sind doch gar nicht beschriftet. Und es gibt dann irgendwo ein ganz großes schwarzes Tor. Kirikiel, warum stehen über manchen Namen und über manchen nicht? Sind die noch unbewohnt? Wahrscheinlich. Das heißt, Wir auch für alle sind. zukünftigen Ramiliten ist hier schon Platz. So genau wissen wir das gar nicht. Das Wissen dafür hat noch keiner gefunden. Vielleicht, weil es unser Erzengel Jeremiel das, weil er hat das Ganze hier ja angelegt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man nicht in keine dieser schwarzen Türen außer der großen schwarzen Tür dort ohne Probleme reinkommt. Also in deine Tür kommst du natürlich ohne Probleme rein, aber in die anderen nicht, ohne Erlaubnis des anderen. Gut. Aber du kannst an der Tür klopfen und jemanden rufen. Wahrscheinlich den Namen, der über der Tür steht. Richtig. Und dann kann ich fragen. Gut, das werde ich einmal ausprobieren. Aber ich glaube, du Jetzt musst wolltest du mit nur mir noch in die... einen Engel finden, der was über Architektur weiß. Ja. Ich drehe mich mal im Kreis und beobachte die Engel. Wenn sie Woher alle weiß ich die. das jetzt? Tja. Entschuldigung. Ja, alle unglaublich beschäftigt irgendwie. Sorry, keine Zeit. Verzeihung, ich hätte da mal eine Frage. Ich hätte mal eine Frage. Tja. D-Rex sagt, wärst du mal den Pfad des Gabriel gegangen, dann hättest du mir jetzt mehr Ahnung von Architektur. Tja. Ja. Schwierig, nicht wahr? Ja, sie sind alle beschäftigt. Ja, man müsste jemanden wissen, der das schon kennt. Naja, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Wir können durch das große Tor gehen. Dann halte ich darauf mal zu. Dann gehst du durch das große Tor. Und dahinter erstreckt sich wieder so eine großes freie Ebene. Wieder dieses Blau, so ähnlich leer, wie das irgendwie vorher war. Irgendwie also es sieht nicht leer aus, aber es ist so grobschlächtig, wie es vorher in deinem Refugium war. Es stehen so vereinzelt Bäume, aber nur so angedeutet da und auch so Konturen angedeutet. Und wenn du in ihr hindurchtretet, könnt ihr ein großes Gebäude erkennen, aus dem ihr gerade rausgetreten seid.
und das über und über mit Schriftrollen und Büchern bewehrt ist. Von außen halt. Das ist ja interessant. Das ist noch das unsortierte Wissen. Immer wieder läuft da irgendwie einer der Engel irgendwie raus, nimmt sich da irgendwas, läuft wieder rein. Aha. Und diese Welt, in der wir hier nennen, das nennen wir das freie Land. Hier gibt es alles Wissen, das es gibt. Nur muss man es finden. Das freie Land, alles Wissen? Alles. Von der ganzen Welt? Ja. Die Begine vorhin hat gesagt, dass die Welt ganz groß ist. So richtig habe ich mich mit den Landkarten noch nicht beschäftigt. Aber. Dieses Land hier ist auch ziemlich groß, wenn du siehst. Man sieht halt, den Horizont kannst du schon nicht richtig erahnen. Und hier finde ich, was ich suche? Wenn du genug Zeit hast, kannst du es hier finden, ja. Aber du musst es halt suchen gehen. Gibt es Engel, die nur ihre Zeit hier verbringen und das Wissen suchen? Ja. Aber bestimmt nicht alleine. Alleine wäre gefährlich. Man könnte sich verlaufen. Wenn du einmal von dieser Kathedrale weg bist, von der Halle des Lichts, und dich irgendwo in den Weiten verirrt hast, kann es sein, dass du nicht mehr zurückfindest. Dann ist die einzige Chance, aufzuwachen. Aber das sollte doch von überall her leicht möglich sein. Ja. Aber trotzdem ist das dann etwas Zeit, die verschwendet ist. Und viel Anstrengung. Das verstehe ich. Und es gibt hier in diesem freien Land ja auch Gefahren. Gräben, über die man hinwegsetzen muss. Und einige meiner Brüder und Schwestern haben davon erzählt, dass es sogar Wesenheiten geben soll, die einem auflauern, wenn man in bestimmte dunkle Bereiche dieses Landes vordringt. Es ist gefährlich, hier auf alleine rumzulaufen. Nicht verboten, aber gefährlich. Versuche in den hellen Teilen zu bleiben. Gut. Das werde ich beherzigen. Die Straßen sind ziemlich ungefährlich. Dann werde ich auf den Wegen bleiben. Wo müssen wir jetzt hin für Architektur? Du suchtest etwas mit Tavernen, nicht wahr? Vielleicht suchen wir eine Taverne. Ja. Folge mir. Ihr wandert eine ganze Zeit lang durch das freie Land, kommt an komischen Gebäuden, an Kirchgebäuden vorbei, an Hütten, an allem Möglichen. Und an Pferchen mit Tieren drin. An Obsthainen und so weiter. Und dann tatsächlich gibt es eine Taverne, die ihr findet. Da könnte doch was drin sein, nicht wahr? Da könnte was drin sein. Bedien dich! Ja! Dann mache ich mich mal dahin auf den Weg und klopf erstmal an die Tür, weil man klopft, bevor man irgendwo reingeht. Das habe ich auch gelernt. Ja, keine Antwort. Klopfe ich mal lauter? Keine Antwort. Kirikir, es macht keiner auf, aber ich höre Musik. Dann solltest du eintreten. Tür auf. Ja, also das Innere ist keine richtige Taverne, aber das Innere ist quasi eine Bibliothek, die nur gefüllt ist mit Wissen über Tavernen. Also ein riesengroßes, also man sieht es von außen, sieht es aus wie eine kleine Taverne und von innen sieht es eher aus wie eine riesige Kathedrale, die von bis unter das Dach vollgestopft ist mit Büchern. Das ist überraschend. Rezepte, Architektur, alles Mögliche, alles was mit irgendwie im Entferntesten auch nur mit Tavernen zu tun hat. Ja,
Gut, dann wird es nicht lange dauern, bis Liberiel irgendwo zwischen diesen Büchern verloren geht und mit einem ganzen großen Stapel gefühlt Stunden später wieder auftaucht. Von Aufbau mit Bühnen, klassische Musik, die dort gespielt wird, mit Notenblättern wahrscheinlich noch zwischendrin. Ja, Bühnen, Musiker, die da irgendwie durchs Land gezogen sind. Zeichnungen, eine Auswahl von bekannten früheren Gasthäusern und Tavernen und Gaststätten und Restaurants. Also ein seltsames altes Wort. Und ja, mit so einem Turm an Büchern taucht sie dann wieder auf. Ich habe was gefunden! Sicher auch das Wissen, was es in der realen Welt noch nicht gibt. Das kannst du jetzt bei dir lagern und wenn du Zeit hast, kannst du es vielleicht dann auswendig lernen und in der realen Welt aufschreiben und in die Bibliothek stellen. Das mache ich. Das ist eine sehr gute Idee. Aber dafür musst du erstmal Zeit haben. Das ist richtig. Aber das ist wichtig. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe so ein ganz dickes Buch. 1001 bestes Rezept. Stellst du diesen Stapel ab und drückst dieses Rezeptbuch an mich? Tja, vielleicht solltest du das als allererstes abschreiben. Oh ja, das mache ich. Kirikiel, ich habe immer wieder Essen auf meinem Zimmer. Das muss ja irgendwo gekocht werden. Richtig. Ich würde gerne in die Küche gehen, aber ich glaube, mit meinen Flügeln wird das problematisch. Vermute ich auch. So wie du zwischen den Regalreihen in der Bibliothek schon Probleme hast damit. Ich habe auch da hinten wieder einen Schriftrollenstapel umgeworfen und beim Aufheben dann Bücherstapel umgeworfen. Aber hier in dem Land hinter dem Horizont brauchst du die Flügel ja gar nicht. Warum lässt du sie hier nicht einfach weg? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil sie doch ein Teil von mir sind. Ich habe so lange mit ihnen gehadert und dann bin ich Könntest du das sie erste auch Mal. undurchlässig lassen für hier, so dass sie keinen stören, wenn du sich umdrehst. Ich werde das ausprobieren. Mach dann die Augen zu. Ich ohne Flügel. Ich ohne Flügel. Der Gedanke fühlt sich komisch an. Ich ohne Flügel. Und dann sieht man, dass die anfangen zu schrumpfen in meiner Abbildung, bis sie fast weg sind. Man kann sie noch erahnen, aber In dem ja. Moment zieht in dem Land hinter dem Horizont eine dunkle Wolke auf. Kirikir guckt so nach oben. Oh. Sollten wir gehen? Vielleicht besser so. Gut. Dann nehme ich diesen Bücherstapel, die Arme drumherum. Und dann gehst du in dein Refugium, sortierst die Bücher dort irgendwo ein, nimmst dir vor, die irgendwann nochmal zu lesen und verlässt wieder dein Refugium, um in die reale Welt zurückzukehren. Und bist total Feuer und Flamme, als der Lehrer dir sagt, dass du dir ein Thema für eine Facharbeit suchen sollst. Gasthäuser und ihr Sinn und Nutzen. Dann soll es so sein. Ich erwarte in 2 Wochen einen 250-seitigen Aufsatz dazu. Jawohl, sehr gerne. Danke für die Aufgabe. Dann bist du dann sehr lange damit beschäftigt, diesen Aufsatz zu schreiben und ja, dein Rezeptebuch abzuschreiben. 250 ist eine große Zahl, ja. Ja. Ja.
Und ja, du verbringst immer mehr Zeit in dem Land hinter dem Horizont und lernst es zu schätzen. Und vielleicht wird dir jetzt erst klar, warum so viele Rahmeliten so wenig präsent sind in der realen Welt, sondern sich lieber hier aufhalten und eigentlich um jede Sekunde in der realen Welt eigentlich, naja, ja, sie gehen halt lieber weg. So, wirken deswegen für die anderen meistens etwas geistesabwesend. Aber die anderen wissen ja auch einfach nicht, wie viel Wissen und wie viel tolle Sachen hier sind und was man hier alles machen kann. Ja. Ja. Und entscheidest du dich dann letztendlich für den Weg des Sariel? Ja, wahrscheinlich. Gut, dann wird, nachdem du deine erste Arbeit abgegeben hast, wird dir eine zweite abverlangt, die sich dann mit dem Wissen des Sariel befasst. Und zwar auch mit Themengebieten, die dich jetzt nicht persönlich sonderlich interessieren. Aber also vielleicht schon klar, weil es ist halt. Aber so grob, ja, also was heißt nicht grob, es ist schon sehr detailliert, aber. Das Wissen des Sariel sollst du halt darlegen. Und zwar, das wird dann abgefragt, richtig. Und du sollst irgendwie in der Arbeit beschreiben, warum das wichtig ist für die Welt. Warum man Musik und Diplomatie wissen muss. Warum das wichtiger ist als die anderen Wege. Und das ist begleitet. Hast dafür wieder nur eine Woche Zeit. Begleitet durch dein erstes Kampftraining tatsächlich. Oh weh. Denn in diesem, nachdem ihr euren ersten Aufsatz abgegeben habt, ist es der Engel Pflicht, auch zu kämpfen zu lernen. Und eigentlich möchtest du das aber gar nicht, weil du musst ja viel lieber an deinem anderen Aufsatz arbeiten. Das nimmt dir Zeit weg. Ja. Wie geht denn Liberiel damit um, mit dem Kampf lernen? Machst du das oder nicht? Oder nur so halbherzig? Oder? Halbherzig und wirklich nur die Pflichtzeiten. Von sich aus wird sie da nicht mehr Zeit und Training rein investieren, als sie muss. Also die grundkörperlichen Ertüchtigungen jeden Tag. Du siehst einige deiner Mitstreiter, wie die irgendwie versuchen, sich zwischendurch in ihre Refugium zurückzuziehen und irgendwie die Übungen dann halt irgendwie vom Körper alleine ausführen zu lassen. Du lernst dann auch, dass das geht. Also Das ist ja praktisch. du kannst einfache körperliche Aktivitäten wie zum Beispiel geradeaus fliegen durchführen. Und dich in dein Refugium zurückziehen und solange du halt nicht einen Ausweichflug machen musst oder sonst irgendwas, kannst du halt weiter geradeaus fliegen. Quasi Autopilot und dann. Ne? Das ist praktisch, Ne? ja. Also so einfache, geradlinige Sachen kannst du deinem Körper irgendwie sagen, der soll das machen, während du in deinem Refugium bist. Zum Beispiel im Topf rühren. Das wird wahrscheinlich Liberiel irgendwie gekriegt haben, das geht. Ja, aber solange das nur in eine Richtung ist, wenn also aufpassen, dass nichts anbrennt, geht schon wieder nicht. Ja, also nur die normale Fähigkeit. Ja. Aber das macht denn die Trainingsausflüge, dieses lange Fliegen um den Turm herum, wesentlich angenehmer, weil man während der Zeit schön in seinem Refugium weiter lernen kann. Ja. Und jetzt wissen auch die anderen, warum einige Rameliten irgendwie immer daherfliegen, in ihren Büchern rumblättern und anscheinend immer so aussehen, als ob sie irgendwas aufschreiben. Ja, die sind gerade nicht da. Ja. Liberiel wird dazugehören. Ja. Eigentlich alle Rameliten. Ja. Welche Waffe würde sich denn Liberiel aussuchen am Ende der Ausbildung, mit der sie kämpfen möchte? Ein Kampfstab, weil sie sich damit am wenigsten verletzen kann und andere. Mhm. Alles mit einer Klinge, dafür ist viel zu ungeschickt, oder mit einer Spitzenspitze ist auch ein Ja, mit viel den zu hohes. Riesenflügeln.
Gefahrenpotenzial sowohl für ihre eigenen Flügel als auch für ihre Trainingskameraden oder sonst jeden, der sich in ihrer Nähe dabei befindet. Deswegen bleibt sie bei einem Kampfstab. Es gibt nur blaue Flecken. Und nee, schreibt gerade, die Ureliten sind dafür da, die Rameliten um Hindernisse herumzulotsen. Ja, genau. So ungefähr. Liberien muss das nur noch deinem Engel beibringen, dass das so ist. Kriegen wir schon hin. Wenn sie mal auf den Trichter kommt, bringt sie ihm das bei. Ja, das Beibringen ist ein weiterer Aspekt, der jetzt auch noch gelehrt wird. Du lernst, dass man das Wissen, was ihr habt, zwar weitergeben kann, wenn es gebraucht wird, aber das wirkliche Lehren von Wissen ist eine schwierige Sache. Denn man muss jedes Mal mit seinem eigenen Gewissen abklären, ob das, was man da lehrt, die Seele des anderen nicht überfordert. Und es werden euch Beispiele dafür genannt, wie Wissen Menschen korrumpieren kann. Ihr lest dann Aufsätze und Tagebücher von anderen und kriegt dann mit, wie vor allen Dingen das vorsinnflutliche Wissen Menschen dazu bringen kann, Dinge zu tun, die gegen den Willen des Herrn sind. Auch wenn sie es dann vielleicht gut meinen, aber ja, vieles. Sprichwort gelernt. Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Ja. Deswegen bezeichnet man euch als Rameliten auch als Hüter des Wissens, denn ihr seid die, die beurteilen, wer was wissen darf. Und wissen kann. Und das ist die große Aufgabe der Rameliten, die euch zuteil wird, immer auszuwählen, wie ihr welches Wissen wem zugänglich macht. Ihr seid das Tor zu dem Wissen. Alles muss an euch vorbei. Wenn jemand Wissen haben möchte, muss das über euch gehen. Und jedes Wissen, das an euch vorbeigeschmuggelt wird und euch vorenthalten wird, ist potenziell schlecht. Natürlich. Ne? Wir müssen das abnicken. Genau. Wenn wir das nicht tun, dann darf jemand etwas nicht lernen. Genau. Und das verstehe ich. Und die, die etwas lernen, ohne dass sie es dürfen, gehören bestraft. Ja, sie können ja nicht wissen, ob es zu viel ist für ihre Seele. Genau. Sie bringen sich in Gefahr damit. Wir müssen doch auf alle aufpassen. Mhm. Das mache ich. Der sogenannte Ramelitenfilter. Ja. Eingeführt von dem großen ramelitischen Mönch namens Voss. Ja. Der in einem Konzil damals festgesetzt. Nein. Ja. Gut. Kampf haben wir abgedeckt. Wissen beibringen haben wir abgedeckt. Das Letzte, was noch beigebracht wird, was auch mit dem Kampf einhergeht, ist natürlich das Wissen über die Traumsaat. Die paar Male, die du dann unter Begleitung in die Abteilung der Sama-Eliten rein darfst oder der Ragu-Eliten, um bestimmte ausgewählte Texte irgendwie rauszuholen. Und natürlich bei Gabriel gibt es auch ganz viel zu der Traumsaat. Und im freien Land hinter dem Horizont kann man eigentlich auch Traumsaat-Kreaturen, also du kannst die in deiner Kathedrale erschaffen, aus den Bildern, die du gelesen hast, aber so richtig, eine richtige Traumsaat-Kreatur hast du noch nicht gesehen. Man munkelt, dass die Gabrieliten und die Michaeliten, also dass die welche davon schon mal auch in ihren Himmeln irgendwie, also die Gabrieliten sollen welche halten als Tiere oder so im Keller, aber das ist bestimmt nur ein Gerücht. Das bestimmt nicht wahr. Das wäre viel zu gefährlich. Ja. Das machen die bestimmt nicht.
Frage ist, traut sich denn Liberiel, eine Traumsaat-Kreatur in ihrem Refugium mal zu manifestieren, um dir es anzugucken? So 3D-mäßig, nicht nur auf dem Blatt. Nee, das traut sie sich nicht. Sie würde sich jemanden suchen, der sich das traut. Inwiefern? Sie würde mal bei ihren Klassenkameraden rumhorchen, ob da jemand den Zweig der Gabrieliten gewählt hat. Mhm. Und sich an denen mal dranhängen. Sag mal, hast du dich mehr mit diesen Traumsaat-Kreaturen beschäftigt? Ja. Hast du mal einen nachgebaut? Ja. So wie es halt in den Büchern drin stand. Ich habe noch nie eins gesehen. Nein, ich auch nicht. Aber würdest du mir das zeigen, das du gebaut hast? Die sind in meinem Refugium. Ja. Ich könnte dich besuchen kommen. Mein Lehrer hat gesagt, ich soll da keinen reinlassen. Aber wir üben und lernen doch jetzt schon so viele Monate miteinander. Und dann gar niemanden reinlassen, hat Kirikiel, mein Mentor, nicht gesagt. Aber nur, dass meine. Man achtsam sein muss. Und wir kennen uns doch jetzt schon so lange. Das sind genau diese Sätze, die mir gesagt wurden, auf die ich achten soll, mit denen man sich Zutritt zu meinem Wissen verschafft. Es ist meins. Ich entscheide, dass es, guck so an dir hoch und runter, dass du nicht bereit dafür bist, das zu wissen. Warum bin ich dazu nicht bereit? Ich habe dieselben Bücher gelesen wie du. Macht so hochnäsig. Ne, hast du nicht. Du warst doch bei diesen komischen Sarieliten in der Abteilung. Ja, und? Siehst du? Ich war bei den Gabrieliten. Da habe ich auch schon Zeit verbracht. Aber nicht so viel wie ich. Ich habe mich mit Architektur beschäftigt. Das ist interessant. Ja, weißt ja. du, wie die einfachen Leute ihre Dörfer verteidigen? Und welche Anlagen, wie sie die Palisaden bauen, um ihr Gasthaus zu verteidigen? Und dass das Gasthaus der zentrale Punkt ist und meistens das stabilste Gebäude überhaupt? Das stabilste Gebäude überhaupt ist die Kirche und der Schrein. Und dann erst das Gasthaus. Siehst du, du hast keine Ahnung von dem, was du sagst. Aber nicht jedes kleine Dorf hat so eine große feste Kirche. Das ist Ketzerei, das zu behaupten. Das stimmt nicht. Ich sage ja nicht, dass sie nicht zu Gott beten. Das tun sie alle. Weißt du, ich habe gestern mit meinem Mentor in den samaritischen Regalen geguckt und es gibt Menschen, die nennen wir Schrottbarone. Die beten nicht zu Gott. Wieder mal hast du keine Ahnung von dem, was du da redest. Warum tun sie das nicht? Weil sie verführt sind vom Herrn der Fliegen. Man sagt, sie beten den an. Den kann man nicht anbeten, der ist böse. Ja, und sie sind auch böse. Ich glaube, wenn ich eine Schar zugewiesen bekomme, dann werde ich die jagen. Warum willst du sie jagen? Zeig ihnen lieber, dass sie auf einem Irrweg sind. Bring sie zurück zu Gott. Aber dann sind sie ja schon verdorben. Es kommt mit ihr. Als wenn man schmutzig ist. Man kann niemanden waschen. Ich habe gehört, dass gerade die Gabrieliten da auch eine Technik für haben, mit ganz viel Feuer. Ja. Das habe ich auch gelesen. Und? Aber noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Wir haben noch überhaupt niemanden von den anderen Engeln gesehen. Das kommt erst noch. Aber wir sind schon nah dran. Hast du deinen Aufsatz schon zu Ende geschrieben? Über die Sarieliten? Ja, hab ich. Warum ist und wichtig? Abgegeben? Nein, ich bin noch an der Korrektur. Ich gebe meinen morgen auch ab. Herzlichen Glückwunsch. Und du meinst, du bestehst? Bestimmt. Ich kann mich daran erinnern, dass du mit den Kommata immer Probleme hattest.
Das habe ich ausgemerzt. Bist du dir sicher, dass du niemanden drüber gucken lassen möchtest? Mein Zur Lehrer darf drüber Korrektur? gucken. Wenn du so misstrauisch bist, wirst du nie Freunde finden in deiner zukünftigen Schar. Oder ganz viele, die das anerkennen, dass ich das Wissen hüte. Und dass du so misstrauisch bist und Misstrauen ist gut, sagt mein Lehrer. Und deinen eigenen Kameraden Fehler unterstellst und dass sie unfähig sind? Oh. Mein Lehrer sagt, die anderen Engelsorden haben ganz viele Fehler und ich muss sie alle aufschreiben und melden an ihre Obersten, damit sie sich verbessern können. Das nennt man Petzen und so macht man sich keine Freunde. Du hättest mehr Zeit bei den Sarieliten im Korridor der Sarieliten verbringen sollen. Dann hättest du etwas über Diplomatie gelernt und wie man gut miteinander umgeht. Ach, Verschwendung. Und zurück auf den richtigen Weg führen kann. Das brauche ich doch nie im freien Feld. Mit einer Traumsaat-Kreatur kann man nicht verhandeln. Aber da sind ja nicht nur Traumsaat-Kreaturen da draußen, sondern auch ganz Und normale Ketzer. Menschen. Und auch nicht nur Ketzer. Ja, und die normalen Menschen, die alle, na gut, bis auf die, die hier im Turm sind, fast Ketzer sind. Und die schütze ich natürlich alle. Das ist ja auch deine Aufgabe. Ja. Aber wenn du möchtest, können wir im freien Land ja mal sehen, ob wir da was finden. Also ich weiß da eine Ecke, wo es was über Traumsaat gibt. Wenn du dich traust, vom Weg wegzugehen. Man soll vorsichtig sein, ob man die Wege verlässt oder nicht, weil es da gefährlich ist. Bock, 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 bock. Ich das hab Hühnerflügel auf deinem Rücken, oder was? Ich habe größere Flügel als du. Wenn, dann hast du die Hühnchenflügel. Ja, du riechst mehr nach Hühnchen. Das liegt an dem Honighühnchen vorhin. Wie auch immer. Das war lecker. 0500 vor der großen Flügeltür. Wenn du was wissen willst. Oh. Na gut. Traust dich eh nicht. Was soll das denn heißen? Erinnerst du dich dran, wie lange du gebraucht hast, bis du fliegst? Das ist ja was ganz anderes. Ja. Wir sehen uns gleich. Ich muss noch Kommata setzen. Du vergisst eh die Hälfte. Und dann wird dein Lehrer mit dir schimpfen. Wirst du sehen. Und lässt dich alles nochmal in Schönschrift schreiben. Und in 63 verschiedenen Sprachen. Tja. Ja. Es ist übrigens ungewöhnlicher Umgang mit den anderen. Viele deiner Brüder und Schwestern sind nicht so offen, wie du das gerne hättest. Also natürlich die auch den Weg des Sariel gewählt haben, die mehr. Aber viele andere hüten ihr Zeug und ihr Wissen wie den Augapfel. Jetzt verstehe ich, wie Wissen und Bücher verloren gehen konnten. Man munkelt sogar, einige würden aus der großen Bibliothek Sachen, also Bücher wegnehmen und die in ihren Zelle lagern, damit die anderen da nicht drin rumblättern können. Ich mache sowas nicht. Wenn ich mir da ein Buch ausgeliehen habe, bringe ich das auch zurück. Sehr pflichtbewusst, ja. Ja, ich muss mal, es gibt ja auch die, kurz was nachgucken. Ja, es gibt sogar die 8 Gebote der Kirche, ne? Die Nibiriel gelernt hat. Das erste Gebot, das Gebot des Michael. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das zweite Gebot,
des Ramiel, du sollst den Namen Gottes und der Engel nicht missbrauchen. Das dritte Gebot des Samael, du sollst dem Willen Gottes und seiner heiligen Kirche gehorchen. Das vierte Gebot des Uriel, du sollst die Kinder ehren. Das fünfte Gebot des Gabriel, du sollst nicht morden. Das sechste Gebot des Raphael, du sollst dich mehren und fruchtbar sein. Und das siebte Gebot des Raguel, du sollst nicht stehlen. Das achte Gebot des Sariel, du sollst nicht lügen. Ja. Diese Gebote bilden den Grundbaustein der angelitischen Justiz. Ja, die kenne ich und die weiß ich auswendig. Auf jeden Fall. Die Juristin Libriel hat da jetzt einen extra Aufsatz neben ihrem anderen aufgesetzt. Ja. Gut. Ja, folgst du dem, dem Engel in das freie Land oder lässt du das bleiben? Ich kann ja auch eine Karte ziehen. Zieh mal eine Karte, ja. Das ist auch gut für so eine Situation. Auf jeden Fall. So, das ist das 16. Arkanum der Himmel. Zuflucht, Läuterung, Ehrgeiz, Wiederherstellung, Erneuerung, Wandel, Umstrukturierung, Erwachen, Heilung, Ausdehnung, Echtheit, Aufbau, Entwurf und Orientierung. Tja, Ehrgeiz passt hier, glaube ich, ganz gut. Und ja. Liberiel taucht auf. Ja, Liberiel taucht dort auf. Unsicher zwar, und tatsächlich, seit ihrem letzten Besuch hier, sind ja wahrscheinlich ein paar Wochen vergangen schon wieder, läuft sie hier ohne Flügel rum. Mittlerweile. Sie hat sich in ihrem Refugium einen großen Spiegel erschaffen. Und so werden nach und nach ihre Flügel dort vollkommen verschwunden sein. Und irgendwie mag sie sich ohne Flügel. Ja, die anderen schauen dich irgendwie auch mal komisch an, wenn da jemand ohne Flügel durch die Gegend läuft. Ja. Und das erste Mal vielleicht betritt Liberia das freie Land des Wissens ohne ihren Mentor. Und nur mit dem Mitengel Timeliel, der da steht, mit dem Fuß auf und ab tippt. Man sieht hier in seiner Form, die er hier hat, hat er schwarze große Schwingen. Er sieht ein bisschen aus wie ein Gabrielit hier. Ja. Du liebst dein Zweig des Wissens, oder? Ja. Das sieht man dir an. Dann schöne Flügel. Lass uns losgehen, hä? So, wir müssen weit weg vom Weg. Weit weg? Ja. Da hinten an der Baumreihe müssen wir abbiegen. Gut. Da, wo die Blitze sind, da hinten. Siehst du? Wie hast du den Platz gefunden? Naja, mein Mentor hat mich dahin gebracht. Und ich habe mir gemerkt, wie man da hinkommt. Na, da bin ich gespannt, ob du auch wirklich dir das gemerkt hast. Ich versuche mir meinerseits den Weg mal zu merken. 523 Schritte ab der Baumreihe. Gut. Also meine Schritte, nicht die kleinen da von dir. Dann zähle ich halt selber. Ihr geht tatsächlich auf so eine Art Gewitter zu, was sich da irgendwie abzeichnet. Zuerst am Horizont und dann, je näher ihr rankommt,
wird es immer deutlicher und das Licht nimmt ab und wird immer dunkler und dunkler. Und ihr schreitet auf einen kleinen Hügel zu, auf dem eine Art Friedhof oder sowas angelegt ist. Das wirkt bedrohlich, bedrückend. Das ist aber kein schöner Ort. Da ist der, wo ich das letzte Mal war, schöner. Da habe ich was gelernt. Soll ich dir das zeigen? Was denn? Ich würde eine Flöte hervorziehen und anfangen, eine Melodie zu spielen, die so ein bisschen nach Tanzmelodie klingt. Ja, das klingt ja sehr interessant. Aber vielleicht solltest du hier nicht so viel spielen, weil wenn wir gleich durch das Tor vom Friedhof laufen, da sind da Schatten. Auf die müssen wir aufpassen. Aber die können uns doch nichts tun, oder? Mein Lehrer sagt schon. Hat dein Lehrer dich nicht vor den Wesenheiten hier im freien Land gewarnt? Doch, schon. Aber er hat auch gesagt, dass eigentlich hier überall nur andere Rameliten hinkommen. Ich habe dann irgendwie nicht mehr die Gelegenheit gehabt. Bist du kein Ramelit? Was? Na, wir sind doch zwei Rameliten. Wir sind jetzt hier. Ja. Ach so, ja. Na dann, los, zeig mir, was du zeigen wolltest. Ich bin direkt hinter dir. Oder so. Ja, tritt durch das Tor. Ich folg mal ganz vorsichtig. So, jetzt müssen wir an dem Mausoleum da hinten abbiegen. Aber Vorsicht, leise, die Schatten. Ja, ich bin leise. Ja, er duckt sich so ein bisschen und läuft dann so von Grabstein zu Grabstein. Und tatsächlich kann Liberia so leichte Schatten sehen, wie die über dieses Friedhofsgelände hinüberkrauchen. Und vielleicht hin und wieder sich sogar ein bisschen aufrichten und so. Du hast das Gefühl, dass irgendwie so ein Kopf entsteht, der so ein bisschen sich dreht und mit großen roten Augen irgendwo in eine Richtung reinblickt. Ich versteck mich hinter einer Engelstatue. Kommst du jetzt mit oder nicht? Es guckt. Natürlich guckt. Ich hab doch gesagt, dass es Schatten hier sind. Ja, aber es darf mich doch nicht sehen. Richtig. Jetzt guckt es nicht mehr. Ja. Ihr verlasst auf Wissen da. Welches gibt es hier? Wo sind die Bücher? In dem Mausoleum. Wow. Da gibt es bestimmt Gruselgeschichten. Wenn du das gruselig findest, frag mal. Gespenstergeschichten. Die kann man sich am Lagerfeuer erzählen, spät nachts, von Geistern. Und da gibt es so Geschichten über Kreaturen, die trinken Blut. Aha. Ja. Du bist sicher, du hast noch keine Traumsaatkreatur gesehen? Natürlich bin ich da sicher. Das sind nur Geschichten. Hm. Die stehen in der Märchenabteilung. Ach, die? Ach, nee. Nein. Das hier ist echtes Wissen, Mann. Echt. Jedes Wissen ist echt. Ja, keine Geschichten. Auch in Geschichten steckt ein Körnchen Wahrheit. Ja, ja. Du bist zu oberflächlich. Du musst in die Tiefe gucken. Sonst entgeht dir Wissen. Jetzt geh weiter. Apropos Tiefe, wir müssen da drinnen in den Schacht steigen. Was? Ja. Da unten sind dann die Wissenssachen über die Traumsaat. Das steht da, ist halt so ein Brunnenschacht und darüber ist so ein großes Schild verboten. Timiriel? Ja. Da steht verboten. Ja und? Wenn wo verboten draufsteht, dann ist es verboten. Traust du dich etwa doch nicht, oder was? Das hat nichts mit Trauen zu tun, das hat was mit Gehorchen zu tun. Ja, und ich sag jetzt, geh da runter.
Warum sollte ich gerade dir gehorchen? Du bist genauso alt wie ich. Weil ich der Gabrielitenexperte bin. Das steht trotzdem verboten drauf. Das nur zum Abschrecken. Damit Leute wie du da nicht reingehen. Dann hat das einen Grund. Gut, gehen wir wieder zurück. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Du wolltest Traumsatz sehen. Ich hab gedacht, du hast was nachgebaut. Dass du dir vielleicht, naja, so wie man das sich gerüchteweise über die Gabrieliten erzählt, da so ein Zoo von diesen Viechern hast. Da unten. Du hast den hier gebaut? Bist du verrückt? Das macht man doch nicht. Das erschreckt doch andere. Ich wusste, dass du nicht den Schneid hast. Du bist ganz schön blöd. Ich geh dann mal. Schließt die Augen, murmelt was vor sich hin und verschwindet. Lässt dich alleine auf dem Friedhof stehen mit dem Brunnen. Das ist jetzt aber nicht nett. Dein ist die Suche. Dein ist die Kathedrale. Dein ist das Wissen. Hier ist nichts, was dir gefährlich werden kann. Dein ist die Suche. Dein ist die Kathedrale. Da knackt irgendwas. Ich verstecke mich in der Nische. Ja, die Schatten krauchen so in deine Richtung. Dein ist die Suche. Dein ist die Kathedrale. Dein ist das Wissen. Dein ist die Suche. Dein ist die Kathedrale. Dein ist das Wissen. Ihr seht mich nicht, ihr Schatten. Dein ist die Suche. Dein ist die Kathedrale. Dein ist das Wissen. Ja, du öffnest die Augen wieder und bist wieder in deiner Zelle, wo du wo du gestartet bist. Ja, aber die irgendwie diese Atmosphäre lässt dich nicht los, und bei den Meditationen über Nacht träumst du noch das ein oder andere Mal davon. Aber dein Aufsatz ist natürlich hervorragend trotzdem. Und du beendest auch den letzten Ausbildungsschritt dadurch, dass du den abgibst. Und darfst fliegen, ja, mit der Schar in die weite Strecke bis nach Roma Eterna. Das ist deine letzte Aufgabe. Wer den Flug nicht schafft, der muss noch mal ein bisschen üben, sagt man dir. Darf ich mit der nächsten Gruppe fliegen? Ja, kannst mit der nächsten Gruppe fliegen. Danke. Das ist ganz schön weit. Man sieht so gegen Abend Liberiel vor der Weltkarte stehen und die Strecke mit dem Finger nachfahren, die man da fliegen muss. Mhm. Das schaffe ich doch nie. Ja, deine anderen Kursteilnehmer sind alle schon reingeflogen. Und da du jetzt noch wartest, musst du ein komplettes halbes Jahr noch lange warten, bis die nächste Fuhre Engel durch ist. Ja, das wird Liberiel auch machen, wird die Zeit nutzen, um Wissen anzuhäufen und halt auch in den unter anderen Gängen noch sich rumtreiben, bis sie dann mit der nächsten Schar mitfliegt und die ist ganz schön aus der Puste, wenn sie dann ein halbes Jahr später als ihre ganzen Mitschüler eigentlich in Roma Eterna ankommt. Ja, wirst du auch komisch beäugt von den anderen, weil du natürlich viel älter bist und man dir das auch ansieht und dann hat die es nicht geschafft oder so. Und ja, Leute verziehen das Gesicht immer. Ja, und so erarbeitet sich Liberia langsam so ein bisschen eine Außenseiterrolle, zumindest in ihrem eigenen Orden. Ja, aber letztendlich schaffst du den Flug nach Roma Eterna. Es ist zwar unglaublich anstrengend und schweißtreibend, vor allen Dingen, weil du diesen schwierigen, schweren Stab auch noch mittragen musst. Den muss ich ja mitnehmen? Ja, man muss ja auch seine Waffe aufpassen. Ja, und man hat dir halt auch gesagt, dass du eventuell auch nicht wiederkehrst. Das heißt, du sollst deine Lieblingsbücher alle mitnehmen, weil alles, was du jetzt nicht mitnehmen kannst, ne, das bleibt erstmal ja, in der großen Bibliothek, weil du wirst ja danach einer Schar zugeordnet und dann kannst du ja nicht alle deine
drei Regale, die du inzwischen angeschrieben hast, mitnehmen. Also natürlich könntest du das, wenn du sie alle tragen kannst. Vielleicht hat Liberiel das mal einmal versucht. Hat zu einer sehr schlimmen Bruchlandung geführt. Danach hat sie alle Bücher hochgetragen, wieder auf den Turm. Denk dran, der Turm ist vom Wasser umgeben. Ja, dann war sie auch noch plitschnass dabei. Hat Halt in der Küche gemacht, um sich dort aufzuwärmen, Töpfe und Pfannen durcheinander gebracht, ja, und sich ein paar Federn angesenkt. Aber ja, hat dann die Bücher, die dummerweise nass geworden sind, ne? Ach, wie ärgerlich. Aber vielleicht eine weitere Sache, du kannst dann lernen und dir das Wissen heraussuchen, wie man Bücher gegen Wasser schützt. Da gibt's was? Spannend! Und wie man Bücher restauriert. Direkt doppelt, da ist noch was zu tun in dem halben Jahr. Ja. Ja. Ja, so wissen wir auch, wie sie dieses letzte halbe Jahr gemacht hat. Und natürlich, es ist ein großer Moment auch für Liberiel, vor dem Petrus Secundus zu stehen und die Engelsweihe zu empfangen, das erste Votivband angeheftet zu bekommen. Du hast so die vielen Votivbänder schon bei größeren Engeln gesehen. Die größte Ehre, die es gibt. Das erste Mal jetzt auch, dass so die heilige Stadt, also du hast darüber gelesen natürlich, aber das Sehen und Miterleben ist immer noch ein anderes. Und vielleicht nimmt sich Liberiel ja auch vor, irgendwie anderes Wissen, was sie bis jetzt nur gelesen hat, auch mehr in die Tat umzusetzen, nachdem sie jetzt erfahren hat, dass das, was aufgeschrieben ist, der Wirklichkeit fast eigentlich nicht mit der Wirklichkeit nicht mithalten kann, weil so prunkvoll diese Stadt ist. Jedes Wort nimmt ein bisschen von dem Prunk wieder weg, weil es nicht genau das beschreibt, was dann wirklich ist. Ja, und mit der Engelsweihe verlassen wir Liberiel für diesen Moment. Sie wird einer Schar zugeordnet werden, wie jeder andere Engel auch. Wird eine Aufgabe erhalten, aber was Liberiel mit ihrer Schar erlebt und so, das ist eine andere Geschichte. Und in zwei Wochen erfahren wir dann, was mit der endgültigen Schar, mit den anderen Engeln, die wir schon kennengelernt haben, zusammen passieren wird. Ja, denn wir haben es jetzt schon 22:49 inzwischen, sagt meine Uhr. Mhm. Und haben ganz viel über Liberiel erfahren und über das Land hinter dem Horizont, das irgendwie diesen Ausbildung ein sehr, sehr speziell macht, finde ich. Hm. Und die Rameliten auch sehr speziell werden lässt. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, danke schön, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank fürs Leiten. Ja, danke an euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Ich kann ja mal gucken, wer noch irgendwie da ist jetzt gerade. Wer hat es denn bis zum Ende ausgehalten? Bloodluster ist noch da und der D-Rex und der Hotney und Georgia und Saiki TV. Oh, hallo. Ja. Danke fürs Zugucken. Und wenn ihr es später nachguckt auf YouTube, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr die Beryl findet, wie ihr die Taverne findet, die sie sich da aufgebaut hat. Ob sie denn den richtigen Weg eingeschlagen hat oder was ihr denn für einen Weg gewählt hättet. Und wenn ihr auch mal Pen and Paper spielen wollt über das Internet, dann ist der erste Anlaufpunkt immer der Nerdpool. Da oben. Das ist immer seitenverkehrt so schwer. Da oben. Du musst auch die andere Hand nehmen, Koali. Da. Zeig du mal nach oben, dann geht das besser. Ich glaube, es läuft. Genau, da drin. Oben. Ich glaube, so links von mir, da müsste ja, da oben. Da läuft es durch genau. Die ganze Zeit der Ticker, die Adresse fürs Nerdpool-Forum zeigt. Ja. Genau, kommt vorbei, wir freuen uns über neue Gesichter, neue Leute, die mitspielen, die selber leiten und die sich zum Quatschen mit dem Discord-Server einfinden. Ja. Der ist tagtäglich rege besucht. Kommt und spielt mit. Genau.
und lasst euch entführen und verzaubern von vielen verschiedenen Geschichten. Wir spielen ja hier nicht nur Engel, Koali, leitet auch DSA. Eine sehr coole Kampagne. Und Yamera leitet auch Arcane Codex. Genau. Und Wechselbalg, nee, Wechselbalg hat der Hotney geleitet. Ne? Wechselbalg kommt erst bei mir im Juni. Momentan gibt jetzt hat eine City of Mist Runde gestartet. Da haben wir die Session 0 gespielt. Da geht's Ende Mai, am 28. Mai richtig los mit der ersten Session in der Gruppe. Ja. Genau. Ja, es gibt nämlich neben diesem Kanal auch noch unendlich viele andere YouTube- und Twitch-Kanäle, die Pen & Paper auf Deutsch auch streamen, und auch auf dem Nordpol seht ihr da ganz viel Auswahl. Wir haben einen Stream-Kalender, jeden Tag ist da, glaube ich, eben ein anderer Stream genannt, also schaut euch da mal um, da könnt ihr jeden Tag irgendwie eine andere Rollenspielrunde entdecken. Genau, und in 2 Wochen geht's dann los mit der kompletten Engelsschar. Ich bin schon sehr gespannt, wie diese verschiedenen Leute alle unter einen Hut zu kriegen sind und was sie so erleben werden. Ich hoffe, die wollen nicht so viel fliegen. Ich fürchte, sie werden viel fliegen wollen. Oh nein! Ich muss jemanden finden, der mir die Bücher trägt. Ja, der D-Rex meldet sich bestimmt freiwillig. Juhu, hier! So ein großer okay. Beutel. Ja, gut. Und ja, bleibt sonst nichts mehr weiter. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Nur vielen Dank fürs Leiten und ein sehr cooler Himmel der Rameliten. Ja, also vor allem mit einer entrückten Ebene. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ja, wenn ihr mehr über die Hintergrundwelt von Engel wissen wollt, ja, und könnt ihr auch, ich hinterlasse ganz viele Links unten drunter unter dem Video auf YouTube, da könnt ihr mal nachgucken. Und natürlich auch einen Link zum Kanal von Yamera und Hotney, wo ihr deren Runden, also City of Mist und Arcane Codex und Wechselbalg und so alles auch finden könnt. Immer einen Blick wert, der Kanal, sehr, sehr unterrepräsentiert, der braucht noch ganz viele dolle mehr Abos, deswegen schnell da drauf und mehr Abos da lassen und so. Und genug der Werbung, ich sag dann mal tschüss. Mach's gut, ciao.